So, wir fangen an. Ganz herzlich willkommen, guten Abend zur Jahresversammlung der Grünen Akademie. Ich habe jetzt nicht gezählt, die wievielte es ist, aber es hat doch schon eine stattliche Tradition und ich freue mich sehr, dass heute doch deutlich mehr Menschen gekommen sind als normalerweise zu unseren Jahresversammlungen. Ich glaube, es sind auch viele, die sich nicht zu den Mitgliedern der Akademie zählen, aus Interesse an dem Thema und an unseren Referentinnen und Referenten gekommen. Kann ich auch gut nachvollziehen. Die Grüne Akademie, für diejenigen, die es noch nicht wissen sollten, ist ein Think Tank im Think Tank, ein Club, der politisch interessierte Wissenschaftlerinnen und Intellektuelle mit theoretisch interessierten Politikerinnen und Politikern zusammenbringen soll. Der sich also nicht an tagespolitischen Themen und Fragen orientiert, sondern eher versucht, die grundlegenden Trends, Entwicklungen, Veränderungen zu erfassen, auf Begriff zu bringen und auf politische Implikationen und Konsequenzen hin abzuklopfen. Das ist eine Veranstaltung, die vom Diskurs lebt, vom Neugier, von Interesse und auch von Lust am Argument. Und ich hoffe, dass das auch heute und morgen hier zu spüren sein wird. Das Thema ist ebenso grundsätzlich wie aktuell. Heute war gerade im Bundestag eine Debatte zum Zwischenbericht der Enquetekommission Digitale Gesellschaft. Konstantin von Notz, der hier gleich referieren wird, hat da im Plenum diskutiert, habe ich mir vorhin nochmal angehört, im Internet selbstverständlich. Und Janet Hoffmann, die den Aufschlag machen wird, ist zumindest allen, die sich für dieses Thema interessieren, als eine der Vordenkerinnen bekannt, die sich mit den grundlegenden Veränderungen beschäftigen, die mit dem Internet und den digitalen Medien einhergehen. Für uns ist das natürlich keine Eintagsfliege als Böll-Stiftung. Wir befassen uns schon seit vielen Jahren mit diesen Fragen, weil wir natürlich auch zumindest halbwegs verstanden haben, dass Internet, Hochgeschwindigkeitsrechner und superschnelle Datenverbindungen in ihrer gesellschaftsverändernden Wirkung von vergleichbarer Durchschlagskraft sind wie der Buchdruck, die Dampfmaschine oder der elektrische Strom. Also Produktivkräfte, die sich durchschlagend nicht nur auf die Produktionsverhältnisse ausgewirkt haben, sondern auf die gesellschaftliche Kultur. Diese verändernde Kraft gilt zunächst für die Ökonomie. Das Internet hat bestehende Branchen revolutioniert, von der Bürotechnik bis zum Finanzsektor, hat zu einer ungeheuren Zunahme des Volumens und der Geschwindigkeit von Finanztransaktionen geführt und damit natürlich auch die Krisenanfälligkeit und Volatilität der Finanzmärkte enorm gesteigert, dass wir in den letzten 10 Jahren 3 Börsencrashs hatten, geht, glaube ich, auch ganz wesentlich zurück auf diese doppelte, sowohl quantitative Steigerung, die der Finanzsektor über diese neuen Technologien genommen hat, aber auch eben über die wachsende Volatilität, die damit verbunden ist, auch mit der Automatisierung vieler Vorgänge an den Börsen, die da eine selbstreferenzielle Wucht
bekommen in Krisenzeiten. Ökonomische Globalisierung ist untrennbar verbunden mit dem Internet und den digitalen Technologien. Diese Technik hat neue Geschäftszweige und Unternehmensmodelle geschaffen, Amazon, eBay, Google, Facebook, die ganz wesentlich auf der Verwertung der Daten der Nutzer beruhen. Sie hat neue kulturelle Kommunikations- und Nutzungsformen geschaffen, die Musikindustrie revolutioniert und bestimmten Geschäftsmodellen auch den Boden unter den Füßen weggezogen, zunehmend auch das Verlagswesen, die Presse, damit verbunden der andauernde Konflikt um das Urheberrecht und der Kampf um eine neue und moderne Form der Finanzierung von Kulturleistungen, die die kreativen Urheber von Werken nicht enteignet und trotzdem den öffentlichen Zugang zu diesen Werken und den digitalen Zugang zu diesen Werken verbilligt und erleichtert. Sie hat neue ökonomische Modelle geschaffen, die auf Kooperation und dem Teilen von Wissen basieren, zum Beispiel Wikipedia oder die ganze Open-Source-Bewegung. Und sie ist jetzt auch dabei, die Politik zu verändern, nicht ganz neu, aber in einer zunehmenden Wirkung und in einem zunehmenden Ausmaß. Das ist nicht nur deutlich geworden bei der Rolle, die Facebook, Twitter, andere soziale Kommunikationsmedien gespielt haben bei den politischen Umwälzungen in der arabischen Welt, sondern es macht sich zunehmend auch in der Bundesrepublik selbst bemerkbar. Und das Auftauchen einer neuen politischen Formation wie der Piraten ist ein Indiz dafür, dass auch das Verständnis von Politik machen und von Demokratie sich verändert mit den Möglichkeiten dieser neuen Technologien. Man kann, glaube ich, die Piraten zumindest auch lesen als einen Versuch, die Konstruktionsprinzipien des Internets auf den politischen Raum zu übertragen. Egalitäre, horizontale Netzwerkstrukturen, das Ersetzen des alten Expertentums durch Schwarmintelligenz, permanentes Feedback, plebiszitäre Entscheidungsverfahren, die über das Internet vermittelt sind. Also diese Überlegungen in Richtung einer digitalen Demokratie. Und das wird sicher auch ein Thema sein, das uns heute und morgen beschäftigen wird, was die Potenziale dieser neuen Medien sind für erweiterte Partizipation, was aber auch ihre Grenzen und Risiken sind, Parzellierung von Öffentlichkeiten, hohe Selbstreferenzialität, eine enorme Zunahme von Gossip in der öffentlichen Kommunikation, um nur ein paar Stichworte zu nennen. Die Veranstaltung wird natürlich dem Thema entsprechend per Livestream auch online zu verfolgen sein. Ich hoffe, dass das möglichst viele tun, die dabei sein können, ohne hier zu sein. Und damit genug der Vorrede. Ich übergebe jetzt an Professor Simone Dietz, die uns durch diesen Abend begleiten und die Veranstaltung moderieren wird. Dankeschön. Keine Angst, ich halte jetzt nicht noch mal eine Vorrede. Ich wollte nur kurz unsere beiden Vortragenden vorstellen.
Das ist zum einen Jeanette Hofmann, die mit dem Thema der digitalen Gesellschaft schon befasst war, als das für die meisten hier im Raum noch ein exotisches Thema war und die sich sowohl aus informationstechnischer als auch sozialwissenschaftlicher Perspektive damit beschäftigt hat. Sie ist heute Leiterin des Forschungsbereichs Governance und Policy am Institut Internet und Gesellschaft. Ich wollte gerade Medien und Gesellschaft sagen. Und außerdem eben auch Mitglied in der Enquete-Kommission, von der Ralf Füchs eben schon gesprochen hat. Und ebenso eben wie Konstantin von Notz, der zweite Redner heute Abend, der als Mitglied im Bundestag auch netzpolitischer Sprecher der Grünen ist und dafür wesentlich dazu beigetragen hat, dass ein sehr umfangreiches Papier zur Netzpolitik auf der letzten BDK diskutiert und verabschiedet wurde. Insofern haben wir hier als Grüne Akademie dieses Setting gewählt, was eigentlich auch unser Programm ist, nämlich die wissenschaftlich-akademischen Diskurse und die politischen zu verbinden und aufeinander prallen zu lassen. Und in diesem Sinn übergebe ich jetzt an Jeanette Hofmann. Ja, vielen Dank Simone, Ralf und auch Anne für die Einladung. Das Thema ist ja jetzt hoch im Kurs, spätestens würde ich sagen, seitdem die Piraten so gute Umfrageergebnisse überall haben. Darüber werde ich jetzt heute nicht reden, aber die Frage, die sich ja vielen stellt, euch vielleicht auch, ist die, ob der Aufstieg der Piraten ähnlich wie der der Grünen vor einigen Dekaden hinweist auf eine neue Problemkonstellation, die durch die bestehenden Parteien nicht hinreichend bearbeitet wird. Aber ich, wie einige andere auch, profitiere stark durch erhöhte Nachfrage nach meiner Kompetenz. Das ist natürlich schön. Ich erinnere mich an die Zeit, als überhaupt niemand wusste, worüber ich forschte. Das war in den 90er Jahren so. Ich musste auch an. Du wusstest es selbst. Na, ich würde sagen, ich habe begonnen zu forschen, bevor ich wusste, worum es sich handelt. Das stimmt schon. Aber ich war vielleicht ein bisschen früher dran mit einigen Einschätzungen zu dem Thema. Der Titel ist maßlos überzogen. Natürlich kann man in 20, 30 Minuten nicht über die Zukunft der digitalen Gesellschaft sprechen. Also der Titel ist eher aus Faulheit geboren, Faulheit spezifischer zu sein als sozusagen Anspruch, das ganze Themenfeld abzudecken. Man kann da in dem Zusammenhang natürlich über vieles reden. Ich habe mir zwei Aspekte in Absprache mit Simone rausgepickt, nämlich das Thema digitale Demokratie und das Thema, ich sag mal, Inwertsetzung von Daten und Information. Darüber also werde ich sprechen und ich fange an mit dem Thema digitale Demokratie im Zusammenhang mit dem arabischen Frühling. Ich habe vorhin mir mal, was so Google ausspuckte, herausgepickt ein paar Zitate aus dem Internet, die sich mit diesem Zusammenhang befassen. Und was einem da als erstes auffällt, ist eine unglaubliche Aufwertung sozialer Netzwerke als Ressourcen, als Instrumente zur Organisation von Aufstand und Rebellion. Die Konrad-Adenauer-Stiftung beispielsweise fragt da, ob die Revolution überhaupt möglich gewesen wäre ohne digitale Netzwerke. Und die Frage haben sich tatsächlich viele Leute gestellt. Und ganz häufig findet man Hinweise darauf, dass eine Revolution ohne soziale Netzwerke in diesem Umfang gar nicht möglich gewesen wäre. Das also nur als Beispiele. Und ich würde dazu sagen, dass, was diesen Einschätzungen zugrunde liegt, ein relativ mechanisches Demokratieverständnis ist. Man nehme Social Media, man nehme Tools wie Adhocracy und schwupp hat man die digitale Demokratie. Ich glaube, dass das eine verkürzte
Vorstellung ist und schließe mich Rebecca McKinnon an, die immer wieder hinweist auf die Ambivalenz sozialer Netzwerke. Sie hat in mehreren Reden und Texten, vielleicht sollte ich dazu sagen, Rebecca McKinnon war die frühere CNN-Korrespondentin in China und ist heute eine der wirklich aktiven, sehr bekannten amerikanischen Bloggerinnen. Die hat jedenfalls darauf hingewiesen, dass der arabische Frühling das Produkt von Menschen ist und nicht von digitalen Medien und dass zu allen Zeiten und in allen Regionen Menschen sich immer die Kommunikationsmedien suchen, die sie eben zur Verfügung haben, um ihrem politischen Willen Ausdruck zu verleihen. Es ist nicht so, dass eine Revolution zustande kommt, weil es jetzt Facebook gibt oder Twitter und dass die nicht zustande kommen, wenn man YouTube nicht hat, um Selbstverbrennungen in die Welt herauszutragen. Mein Eindruck ist, dass diese Darstellung des Zusammenhangs arabischer Frühling und soziale Netzwerke uns eigentlich mehr darüber sagt, was unsere Sehnsüchte sind. Unsere Sehnsüchte nach demokratischem Ausdruck, nach authentischer Politik, nach Selbstorganisation und einem Wandel des politischen Alltagsgeschäfts. Ich glaube, dass es da eher darum geht, als die Vorstellung, dass man mit sozialen Medien wirklich die Demokratie verändern und erneuern kann. Ein wesentlicher Aspekt auch ist, dass man sich, glaube ich, immer wieder klar machen muss, dass soziale Netzwerke eben nicht nur emanzipatorische Bewegungen unterstützen, sondern dass sie durchaus auch Instrumente darstellen, mit denen man Kontrolle ausüben kann, mit denen Zensur ausgeübt wird und mit denen, darauf komme ich jetzt gleich noch zu sprechen, auch politische Ungleichheit realisiert wird. Der Kollege Wolfgang Merkel am WZB, wo ich auch arbeite, Demokratieforscher seines Zeichens, hat immer wieder darauf hingewiesen, dass alle Formen direkter Demokratie doch stark diejenigen begünstigen, die ohnehin schon artikulationsfähig sind. Es ist nicht so, dass alle heute gleichermaßen sich Twitter bedienen, sondern das sind ganz bestimmte Öffentlichkeiten, die da erzeugt werden. Das sind in der Regel junge Menschen, das sind in der Regel junge Männer und da werden Fachöffentlichkeiten für Leute konstituiert, die selber schon Expertise in diesem Gebiet haben. Es ist durchaus so, dass Leute, die kein politisches Mandat haben, auf diese Weise neue Ausdrucksformen auch ganz lautstarker Natur an die Hand bekommen. Aber es ist nicht so, dass alle Menschen gleichermaßen davon Gebrauch machen oder sich auch nur zutrauen würden, auf diese Weise artikulationsfähig zu werden und eine Stimme zu erhalten. Die Mehrzahl der Menschen wird diese sozialen Netzwerke, diese neuen Medien niemals nutzen, um politischen Unwillen oder bestimmte Präferenzen auszudrücken. Das gilt vor allen Dingen, würde ich sagen, für die Beziehung zwischen einzelnen Bürgern und der professionellen Politik. Ich glaube, etwas anders sieht es aus auf der horizontalen Ebene. Während in der vertikalen Kommunikation es nach wie vor so bleibt, dass das Problem der Massendemokratie, dass eben wenige handeln und Handlungsmacht haben und sehr viele Leute einfach Zuschauerinnen bleiben, das Problem wird man mit sozialen Medien nicht lösen können. Was ich aber durchaus sehe, ist, dass die Möglichkeit der Selbstorganisation durch das Internet erheblich gestiegen sind. Auf der lokalen Ebene profitieren Leute von digitaler Vernetzung. Und man kann es auch sehen, dass es über große räumliche Entfernungen hinweg sehr viel einfacher ist, politisch aktiv zu werden, sich zu organisieren und auch Widerstand zu mobilisieren. Das ist ohne das Internet deutlich schwieriger. Aber das ist was anderes, also diese Selbstorganisationsebene, als die, was wir heute häufig sehen, dass Leute wie Peter Altmaier Twitter so romantisieren und sagen, die ganze Demokratie wird hier revolutioniert. Der Peter Altmaier, der twittert und unterhält sich auf diese Weise mit einer kleinen Netzgemeinde. Und dazu gehören dann Leute wie, sagen wir, Markus Beckedahl, der seinerseits rund 70.000 Followers auf
Twitter hat. Das ist nicht so, dass der mit denen die ganze Zeit redet, sondern der hat selber wieder eine Zuschauergemeinde um sich herum gebildet durch Twitter. Aber es bleibt immer so, dass wenige artikulationsstark sind und viele zuschauen und Politik eher erfahren als was mit ihnen geschieht, als dass sie es selber gestalten würden. Und dieses Problem, glaube ich, ist durch soziale Netzwerke nicht zu lösen. Das ist also meine erste These. Soziale Netzwerke werden die Demokratie weniger revolutionieren, als das gemeinhin im Kontext des arabischen Frühlings so als These aufgekommen ist. Weiterhin glaube ich, dass was relativ verkürzt wird in dieser Debatte, ist, dass soziale Netzwerke überwiegend als ein Tool, ein Instrument erscheinen, mit denen man das politische Gemeinwesen organisieren kann. Ich glaube aber, dass es angemessener ist, die Verbreitung, die Nutzung digitaler Netzwerke in einem breiteren Kontext zu sehen. Und darüber möchte ich jetzt im Folgenden sprechen. Ich glaube, das, was wir derzeit erleben, ich nenne das hier etwas melodramatisch, die Ankunft der digitalen Gesellschaft ist. Digitale Gesellschaft als Metapher zu verstehen, ähnlich wie Wissens- oder Informationsgesellschaft. Das heißt, es ist nicht so, dass wir die industrielle Gesellschaft hinter uns lassen oder die Arbeitsgesellschaft oder irgend sowas, sondern das ist eine Metapher, mit der man eine Dimension gesellschaftlicher Strukturen beschreiben kann. Und eines der wesentlichen Merkmale dabei ist, dass die digitale Gesellschaft keinen Ausweg mehr erlaubt, in dem Sinne, dass man das Internet nicht einfach zur Seite stellen kann. Man klappt den Computer zu und das Internet ist weg. Das ist, glaube ich, die Vergangenheit. Spätestens seitdem wir das mobile Internet haben, müssen wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass wir beständig online sind und beständig Datenströme erzeugen und sie auch ständig konsumieren. Das ist, glaube ich, das zurzeit hervorragende Merkmal der digitalen Gesellschaft, Appelle an Datensparsamkeit, das ist wirklich gestern und das nützt auch nichts mehr. Wir profitieren so stark von Big Data, in Wertsetzung der großen Datenströme, dass es im Ernst nicht möglich ist, Leute zu sagen, sie sollen das nicht tun. Sondern sie werden diese Daten beständig nutzen und werden auf diese Weise ständig neue Daten produzieren. Die Frage, die sich da stellt, ist, wer die Regeln für die Produktion und die Inwertsetzung und die Nutzung dieser Daten eigentlich setzt. Und da, glaube ich, sind wir doch ganz am Anfang, darüber nachzudenken. Ich will jetzt weniger darüber reden, über die Datenschutzseite. Ich nehme an, dass Konstantin diesen Gedanken gleich aufgreifen wird. Ich will nur darauf hinweisen, dass persönliche Daten so eine Art Ersatzwährung geworden sind im digitalen Raum. Das hat ganz wesentlich, mit der Geschichte des Internets zu tun. Die meisten Anwendungen, die wir dort vorfinden, sind eben immer noch umsonst zu erhalten, aber natürlich nicht umsonst bereitzustellen. YouTube ist extrem teuer in der Bereitstellung. Wenn wir das nutzen, müssen wir damit rechnen, dass unsere Nutzungsdaten wiederum gesammelt, als Profil vermarktet und verkauft werden. Und so ist es mit allen anderen Diensten auch. Selbst wenn ein Dienst bezahlfrei ist, ist er nicht kostenfrei. Wir zahlen mit unseren persönlichen Daten. Ein, wie ich finde, interessantes Merkmal dabei ist, dass wir es mit neuen Akteuren in diesem Typ der Informationsökonomie zu tun haben. Das sind die sogenannten Intermediären. Dazu gehören Einrichtungen, die nicht selber Daten erzeugen, sondern unsere Daten nutzen und die in verschiedener Form weiter verwerten. Ein schönes Bild dazu, von dem ich gestern las, das hieß Königreiche der Macht, die dort im Internet entstehen. Wir kommen an Suchmaschinen, an Händlern wie Amazon nicht vorbei. Wir benutzen die ganze Zeit. Und über die Jahre hin erzeugen die Datenprofile von uns und wissen Dinge über uns, die wirklich ganz ungeheuerlich sind. Die wissen in gewisser Hinsicht mehr über uns als wir selbst, weil sie eben diese Formen der Datenaggregation zur Verfügung haben. Die Dinge, die wir längst vergessen haben, Google,
und auch Amazon wissen die immer noch und werden eben, auch da gibt es überhaupt keine Grenzen im Moment, diese Daten weiter verkaufen. Ich will mich jetzt noch ein wenig beschäftigen mit, fangen wir mal anders an. Was wir beobachten können im Bereich der Inwertsetzung von Daten im Internet sind zwei unterschiedliche Tendenzen. Das eine ist, ich sage das mal, der Kampf um die Kultur eines des Teilens, eine Kultur zu etablieren, die darauf setzt, dass so viel wie möglich Informationen und Daten frei verfügbar sein sollen und eben nicht privatisiert und proprietisiert werden. Und da sind viele Initiativen entstanden, wie ich sag mal Creative Commons, dann das Projekt der Kultur-Flatrate, das ja auch bei den Grünen sehr populär ist, dann Open Source Software, die Open Access Bewegung in der Wissenschaft, die darauf zielt, dass alle, ich sag mal, Produkte, die mit öffentlichen Mitteln erzeugt worden sind, auch für die Steuerzahler umsonst zur Verfügung stellen sollen. Dann neue Modelle der Produktion von Gütern, Peer Production, Crowdsourcing. Dann gibt es Projekte, die nennen sich Open Innovation. Es gibt eine wachsende Bewegung Open Data, der es vor allem auch darum geht, dass Daten, die bei öffentlichen Behörden anfallen, auch den Bürgern frei zur Verfügung gestellt werden, Aufklärung darüber leisten, dass solche Daten eben nicht durch das Urheberrecht geschützt sind. Gerade wenn es sich um Daten handelt, sollten sie frei zur Verfügung stellen. Wir sollten wissen, wie es um die Luftverschmutzung in unserem Bezirk steht. Wir sollten Gerichtsurteile jederzeit frei zur Verfügung haben. All solche Dinge, die, da sind wir noch ganz am Anfang, aber man sieht, da ist eine Bewegung, die ist in sehr vielen Ländern stark vertreten, bildet eine gute Infrastruktur aus. Auch vor allen Dingen in Deutschland haben sich viele NGOs etabliert. Jetzt komme ich gerade von der Open Knowledge Foundation, die in diesem Bereich auch aktiv wird. Wir haben Wikimedia hier mit Wikipedia. Also es entsteht da eine Kultur, die problematisiert die zunehmende Privatisierung von Information und Wissen. Wir haben auf der anderen Seite, und das finde ich ganz interessant, auch im Bereich der Wirtschaft ganz unterschiedliche Herangehensweisen an die Vermarktung von Wissen und Information. Google Books, damit habe ich mich eine Weile befasst, da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, zielte auf eine Digitalisierung des Bestands vergriffener Bücher. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass rund 90% aller Bücher, die jemals gedruckt worden sind, nicht mehr erhältlich sind als Einzelexemplare in lokalen Bibliotheken, aber nicht so, dass jeder Bürger darauf auch zugreifen könnte. Diese Bücher lassen sich inzwischen mit sehr geringen Kosten digitalisieren, aber das Recht steht dem häufig im Wege. Dann haben wir sowas wie JSTOR, sehr wichtig für die Wissenschaft, wo JSTOR ist eine Plattform, eine Art Zeitschriftenarchiv, das mit den kommerziellen Verlagen vereinbart hat, dass Zeitschriften nach einer Verwertungsphase zugänglich werden, also für die Universitäten und ihre Mitarbeiter, die da eben einen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Hier ist eben das Modell, 2 Jahre oder 3 Jahre sind sie nur kostenpflichtig erhältlich und dann kriegt man sie. Es ist, wenn man so will, eine Art Flatrate für akademische Literatur. Dann gibt es, finde ich sehr interessant, Spotify und Netflix, in Deutschland noch nicht erhältlich, dank unserer Verwertungsgesellschaften, die sich da lange quergestellt haben. Zu relativ geringen Gebühren bekommt man in großem Umfang Filme, Fernsehfilme, Kinofilme, bei Spotify überwiegend Musik für Gebühren von unter $10 pro Monat. Hat man einen unglaublichen Zugriff auf das Reservoir vorhandener Kulturgüter. Und schließlich als neuestes Modell iTunes Match. Apple ist inzwischen auch in die Cloud gegangen. Und was hier an diesem Modell interessant ist, ist, dass man nicht nur die Songs, die man bei iTunes gekauft hat, auf bis zu 10 Geräte runterladen kann. Nein, man kann da hochladen. Für 24,90 € im Jahr kann man bis zu
25.000 Songs hochladen. Und was daran interessant ist, dass man die von irgendwoher haben kann. Alles, was man über File-Sharing-Systeme sich zusammengeklaubt hat, kann man in diese Cloud hochladen und kriegt sie in deutlich besserer Qualität wieder zurück. Das hier ist, und deshalb erzähle ich das so detailliert, ein privatwirtschaftlicher Versuch, das Dilemma der digitalen Güter jetzt endlich mal auf vernünftige Füße zu stellen, sodass dieser Kampf zwischen Urheberrecht auf der einen Seite und File-Sharing im Darknet auf der anderen Seite so beendet wird, dass iTunes uns das eben gibt und im Umkehrschluss alles über uns weiß, was unseren Kulturgeschmack, unseren Musikgeschmack anbelangt. Man muss sich ja nicht einbilden, dass das jetzt nur der Versuch ist, das File-Sharing zu beenden, sondern in diesem Modell steckt selber wiederum der Versuch drin, in großen Stil unser Konsumverhalten in Wert zu setzen. Auf einen Punkt komme ich jetzt nochmal näher zurück. Ach so, also was die monetäre Seite anbelangt, sollte ich sagen, dass ein zentrales Merkmal ist, dass nicht mehr Eigentumstitel verkauft werden, wie das in der analogen Welt der Fall ist. Ich gehe in den Buchladen, zahle meinen Obolus und bekomme ein Werkstück, das dann mir gehört und mit dem ich dann weitgehend machen kann, was ich will. Sondern was wir heute kaufen, ist Access. Wir kaufen Nutzungslizenzen. In der Software sind wir daran schon weitgehend gewöhnt, dass wir sozusagen das Recht auf Nutzung eines Programms kaufen und dann gewisse Dienstleistungen, Updates und Ähnliches bekommen, Virus-Scanner und all so ein Kram kriegen wir mit dazu. Und das breitet sich nun aus über den Bereich der Musik, den Bereich von Film und auch Literatur. Waren verwandeln sich in Dienstleistungen. Wir bekommen eine Kopie, die nur speziell für uns erzeugt worden ist. Häufig hat sie dann noch ein Wasserzeichen, was markiert, sie gehört uns individuell und nicht der Ehefrau, dem Ehemann, den Kindern. Nur wir dürfen sie benutzen. Und das eben kennzeichnet die Dienstleistung ja auch, dass sie für uns erzeugt wird. Der Umstand, dass auf diese Weise sich Waren in Dienstleistungen verändern, verändert auch gleich mit den ganzen Markt. Es verändert, würde ich behaupten, das Machtgefälle zwischen Anbietern von Informationsgütern und Nachfragern. Wir haben es mit dauerhaften Beziehungen zu tun, wo der Anbieter immer kontrollieren kann, ob wir die Nutzungsbedingungen auch einhalten. Und er kann diese Nutzungsbedingungen beständig ändern. Durch die Presse gegangen ist der Fall, wo Amazon ein E-Book verkauft hat und die Kunden am nächsten Tag feststellten, dass es wieder weg war. Es hatte dieses E-Book von der Festplatte seiner Kunden wieder gelöscht, weil da irgendein Lizenzproblem auftauchte. Natürlich haben die auch ihr Geld wiederbekommen, aber der Umstand, der da ja interessant ist, ist, dass das Verhältnis zwischen Anbieter und Nachfrager nicht beendet ist in dem Moment, wo ich den digitalen Buchladen verlasse, sondern diese Beziehung immer weiter besteht. Und sich eben der Anbieter auch in der Lage befindet, diese Nutzungsbedingungen zu ändern im Laufe der Zeit. Das, glaube ich, ist uns noch nicht so richtig klar, was das eigentlich bedeutet, wenn kein Eigentumstransfer mehr stattfindet, sondern diese digitale Ökonomie eine der Nutzungslizenzen ist. Man kann sich auf der einen Seite natürlich hinstellen und sagen, wenn mir Spotify Zugang zu Tausenden von Musiktiteln erlaubt, wieso muss ich die besitzen? Solange ich sie auf meinem Gerät abspielbar zur Verfügung habe, ist das doch eigentlich in Ordnung. Aber wir haben es eben wirklich mit einem anderen Verhältnis zu tun zwischen Kunden und Nachfragern. Ich finde das relativ problematisch und will das jetzt nochmal an einem Punkt kurz ausführen, nämlich den Nutzungsbedingungen von Google Books. Google Books ist ja nicht realisiert worden, das Projekt ist tot, aber was schon interessant ist, was die sich so vorgestellt hatten, was sie uns da eigentlich verkaufen. Wie ich schon sagte, es ging um die Digitalisierung vergriffener Bücher und die wollten Subskriptionsmodelle verschiedener Art an die Frau und den Mann bringen, die eben Zugriffe auf diese enorme Datenbank digitalisierter Bücher erlaubt hätten.
Hier Punkt 1, Consumer Purchase. Man sollte als Nutzerin in der Lage sein, einzelne Bücher zu kaufen. Kauf bedeutet aber nicht, dass ich ein PDF zumindest bekomme und das auf meinem Rechner ist, sondern Kauf hätte bedeutet, ich kriege ein virtuelles Buchregal bei Google eingerichtet. Ich darf dort für den Rest meines Lebens auf dieses digitale Werk zugreifen. Und dann wird im Einzelnen definiert, was ich mit diesem Werk tun darf. Ich kann beispielsweise 4 Seiten kopieren oder 3 Seiten ausdrucken, aber nur, wenn das ein Buch der folgenden Kategorie ist und nicht ein Buch der anderen Kategorie. Mit anderen Worten, ein extrem dichtes Regelwerk, das mir als Nutzerin, als Kundin übergestülpt wird und das der Händler dann auch kontrolliert. Google hätte verschiedene Tools in dieses Werk eingebaut, die es Google erlaubt hätte, beständig zu beobachten, was ich tue. Beispielsweise, ob ich versuche, mehr auszudrucken oder ob ich versuche, das Werk auf einen anderen Rechner zu kopieren oder irgend sowas. Das heißt, die Privatsphäre, die wir eigentlich gewöhnt sind, wenn wir ein Buch mit nach Hause nehmen und lesen, wäre für immer und ewig beendet gewesen. Google Books hat sich auch aus diesem Grund nicht durchgesetzt, aber man muss sich da nichts vormachen. Dieses Problem mit der schwindenden Privatsphäre in der Informationsökonomie wird auch bei ähnlichen Angeboten wieder auftreten. Wir besitzen digitale Güter nicht mehr, wir kaufen Nutzungslizenzen, wir kriegen die Bedingungen von Dritten übergestülpt und es wird versucht, möglichst weitreichend zu kontrollieren, was wir damit tun. Und mit diesen Fragen, denke ich, müssen wir uns auseinandersetzen. Und das ist auch das Plädoyer, mit dem ich schließen möchte. Digitale Demokratie ist nicht nur eine Frage von Instrumenten und von coolen Tools wie Adhocracy, sondern digitale Demokratie ist auch eine Frage der Souveränität über die eigenen Daten, des Zugangs zu Wissen und Information und der Erhaltung einer Public Domain, die es eben erlaubt, dass Bürger auch Zugriff haben und Kompetenzen ausbilden können in Bereichen, wo sie die bisher nicht haben. Das war's. Kommt jetzt gleich Konstantin dran oder? Ja, guten Abend auch von mir. Ich komme, Ralf hat es eingangs gesagt, heute war die Debatte über den Zwischenbericht der Enquete Internet und digitalisierte Gesellschaft. Und es war eine sehr interessante Debatte, gar nicht, weil es so hoch herging, sondern weil es gerade nicht so hoch herging. Man hat versucht, sozusagen da eine gemeinsame Linie zu finden. Und das ist eigentlich der interessante Punkt, über den ich jetzt kurz berichten möchte, wie die Bundespolitik versucht, das, was hier jetzt angerissen worden ist, eben aufzunehmen. Die Digitalisierung und das Internet sind, so wie Ralf es gesagt hat, massive gesellschaftliche und kulturelle Umbrüche, einen Wandel, ein oft zitierter Satz, den man aber gar nicht oft genug sagen kann, ist, dass nach der Erfindung oder der Entwicklung der Sprache, der Entwicklung der Schrift, der Erfindung des Buchdrucks, die Digitalisierung der große 4. kulturhistorische Schritt ist. Und dafür muss man sich nochmal klar machen, was Digitalisierung eigentlich ist. Das ist auch erstmal trivial, aber wir finden es, glaube ich, nur trivial, weil wir jeden Tag damit umgehen und es ganz selbstverständlich irgendwie hinnehmen. Die Möglichkeit, einen bestimmten Inhalt
bei absoluter gleichbleibender Qualität in Sekundenschnelle beliebig oft zu vervielfältigen, zu praktisch keinen Kosten und dann anschließend diesen Inhalt via Internet auf dem gesamten Planeten wiederum in Sekundenschnelle zu verbreiten. Das ist eine unfassbare Erfindung und hat meiner Ansicht nach, wenn man es richtig durchdenkt und was es bewirkt in dem Zusammenspiel mit dem Internet, merkt man, dass wir erst am Anfang dieses kulturellen Wandels stehen. Die Politik hat diesen Bereich lange konsequent ignoriert. Die Zyniker sagen immer, gerade weil die Politik das so lange ignoriert hat, ist so super gelaufen. Deswegen sind so viele Arbeitsplätze entstanden und es sind so viele tolle Innovationen gemacht worden, weil das irgendwie die Politik nicht auf dem Zettel hatte und sich da nicht drum gekümmert hat. Deswegen ist das sozusagen überhaupt so glatt und schön, hat sich das entwickelt. Aber der interessante Punkt im Hinblick auf die hier schon angesprochenen Piraten ist, dass es eben bei dieser Frage Netzpolitik im Grunde weniger um einzelne Themen geht, weniger um ein einzelnes Thema, das jetzt irgendeine andere Partei auch besetzt, sondern es geht um die Entstehung eines Milieus, einer gewissen kulturellen Anmutung, einer Veränderung, einer gesellschaftlichen Veränderung. Und die hat die Politik eben lange ignoriert. Damit will ich jetzt nicht darüber sprechen, dass es zwangsläufig, auch das ist schon angeklungen, die Frage, werden die Piraten jetzt eine große Erfolgsgeschichte schreiben? Ich selbst finde immer, die Entwicklung der Piraten ist für unsere Demokratie kein schlechtes Zeichen, im Grunde sogar ein ganz gutes. Es gibt da einen Bereich, da fühlt eine relevante Bevölkerungsschicht, dass das nicht adäquat in der Politik vertreten ist und die Leute lehnen sich nicht frustig zurück und sagen alles Mist, sondern es entsteht eine neue politische Partei. Das ist erstmal nichts Böses, sondern das ist eigentlich was Positives. Wenn man jetzt, gestern gab es einen sehr schönen Bericht über die ersten 100 Tage Piraten in Berlin, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, auf dem RBB, und wer das guckt, jetzt mal von aller Schadenfreude abgesehen, wenn bei anderen auch mal was nicht so glatt läuft, dem könnte schon der Gedanke kommen, dass ein Mittel dieser oder ein Ausdruck dieser Digitalisierung, nämlich diese totale Möglichkeit der Transparenz und des Beobachtens, auch eine schwere Falle für eine junge Partei sein kann. Also um es mal umgekehrt zuzuspitzen, wenn all die sehr strangen grünen Debatten in allen möglichen Landtagen vor 30 Jahren live gestreamt worden sind, wage ich mal die steile These, wäre die Frage, ob es die Grünen heute gibt. Ja, also sozusagen die Gnade des Vergessens und des Nichtwahrnehmens. Nicht, denn wenn man jetzt einzelne Debatten bei den Piraten verfolgt, dann ist das schon kurios und auch so ein bisschen komisch. Und insofern ist nicht gesagt, dass das jetzt die Erfolgsgeschichte wird. Aber das ist eigentlich nicht der interessante Punkt, sondern der interessante Punkt ist, was passiert politisch mit diesem Milieu, das sich herausgebildet hat und wie gehen wir damit um, auch als Grüne. Und die Grünen, gerade die grüne Jugend, ist an diesem Thema schon lange dran. Aber jetzt ohne jemanden zu kritisieren, ich glaube, sehr punktuell. Und diese kulturelle Dimension, die ist außer von ganz wenigen eigentlich nicht richtig aufgenommen worden. Ganz zu schweigen davon, dass natürlich diese ganze Thematik nicht ins Zentrum jetzt der Programmatik gestellt worden ist. Das hat sich aber nicht eine Partei vorzuwerfen, sondern wenn man mal ganz ehrlich ist, war das eine gesamtgesellschaftliche Sache. Nach der letzten Bundestagswahl haben viele, und das finde ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel, um zu sehen, dass das in der gesamten Gesellschaft so war, viele Zeitungen erst angefangen, netzpolitische Redaktionen herauszubilden und sich dieses Themas überhaupt irgendwie anzunehmen. Ja, alle möglichen. Auf einmal kamen frische Journalisten und sagten so, ich mache jetzt die Netzpolitik bei XY. Und das ist auch eine Sache, die erst in der sehr jungen Geschichte vor 2 Jahren sich im Grunde herausgebildet hat. Und ich finde sehr spannend zu verfolgen, wie zum Beispiel eine Zeitung wie die FAZ versucht, durch den Maschinenraum und die Leute, die sie da nun irgendwie beschäftigt und versucht zu integrieren in ihre Zeitung und die sehr progressiven
den damit sehr verbundenen, sehr progressiven Journalismus versucht eben auch, sich neue Milieus zu erschließen. In meiner Wahrnehmung gelingt darüber fast eine Erneuerung, eine gewisse Verjüngung dieser Zeitung. Und ich finde das eigentlich eine ganz interessante Entwicklung. Wenn man selbstkritisch auf die Politik guckt und zwischen den verschiedenen Akteuren und den Konflikten, die damit auch einhergehen, also jetzt mal den Konflikt zwischen Kulturpolitik und Netzpolitik zum Beispiel, das ist nicht nur etwas, was sich in der Parteienlandschaft abspielt oder in der Politik. Man muss mal mit Online-Redakteuren und Print-Redakteuren reden über die kulturellen Konflikte, die in ihrer Zeitung durchstehen und die Veränderung, die eben auch dieser Bereich macht. Also insofern ist das, was die Politik da durchlebt und durchschreitet und diskutiert und woran sie sich reibt, ist nur Ausdruck meiner Ansicht nach an diesem gesamtgesellschaftlichen Wandel, der stattfindet. Die Politik kann sich inzwischen aber überhaupt nicht mehr wegducken vor dieser Problematik. Es gibt einen großen Verband der Internetwirtschaft, der Bitkom. Der Professor Scheer, der bis vor kurzem da Präsident war, der eröffnete immer die Veranstaltung mit der Ansage, ja, also ich bin hier Präsident des Bitkom und der Bitkom hat 1000 Unternehmen. Wir haben einen Jahresumsatz von 130 Milliarden und beschäftigen 750.000 Menschen. Ja, also es ist nur ein Verband der Internetwirtschaft. Und es ist ja völlig klar, dass das in den letzten Jahren erst so gewachsen ist und dass eben so ein Verband inzwischen auch in der politischen Landschaft ein enormer Player ist und sozusagen so jemand problemlos auch die Kanzlerin anrufen kann, um zu sagen, wie er die Dinge sieht. Und insofern hat eben dieser ganze Bereich auch ein so faktisches Gewicht bekommen in so ganz trivialen wirtschaftlichen Zusammenhängen, dass die Politik sich nicht mehr wegducken kann. Das gilt aber für ganz viele Themen. Ein Thema, was meiner Ansicht nach im nächsten Bundestagswahlkampf eine zentrale Rolle spielen wird, ist die Frage des Breitbandzugangs. Das ist im Grunde so eine Gerechtigkeitsgeschichte. Ja, also die Frage, wie kann jeder von uns eigentlich ins Internet kommen? Ich selbst komme aus Schleswig-Holstein, der ländliche Raum, ja. Und da gibt es unheimlich viele Gemeinden, die haben eben keinen adäquaten Internetzugang. Könnte man jetzt sagen, naja gut, sie haben eine Satellitenschüssel und ist doch alles gut. Aber es ist heutzutage so, selbst bei jedem trivialsten Baugebiet, das du ausweist, wenn du nicht zusagen kannst, dass die irgendwie Breitband bekommen, dann verkaufen sich die Grundstücke nicht mehr. Von Gewerbegebieten und Ähnlichem mal ganz zu schweigen. Und selbst für den Tourismus, ja, also wenn die Ortschaft XY, die kann noch so schön an der Ostseeküste liegen, wenn du keinen Internetzugang hast und die Leute nicht ihre Lieblingssendung abends angucken können oder was weiß ich was machen können, dann fahren die Leute eben lieber nach Malle, weil da haben sie Internetanschluss. Und das sind einfach so sehr triviale, aber realpolitische Wirklichkeiten, mit denen wir uns und alle politischen Parteien auseinandersetzen müssen. Auch die Frage der Netzneutralität, jetzt ohne zu netzpolitisch zu werden, aber eben die Frage, wie organisiert sich das Internet der Zukunft? Werden wir einen stufigen Zugang bekommen, je nachdem, wie viel Geld wir bereit sind, in die Hand zu nehmen? Ja, also ich sag mal, wenn wir es nur als Konsumkanal nutzen wollen, dann ist das günstiger. Wenn wir selbst Input reinspielen wollen ins Netz, dann kostet uns das mehr. Das ist die Frage der Netzneutralität. Die Netzneutralität besagt, dass alle den gleichen Zugang haben, und zwar um ins Netz zu geben und aus dem Netz zu nehmen. Ich will zum Schluss noch auf so, ich könnte jetzt sehr lange zum Datenschutz reden und den verschiedenen Fragen, aber die in meiner Wahrnehmung sehr tiefliegenden Dimensionen, die sich mit diesem Thema verbinden, an zwei kleinen Beispielen klar machen. Jeanette hat angesprochen, die Profilierung, die durch Daten möglich ist. Nicht wir alle oder alle, die im Internet unterwegs sind, mit ihrem Smartphone unterwegs sind, generieren Daten. Diese werden gespeichert und genutzt. Und je nachdem, was ich mache, ob ich nun bei Facebook bin oder ob bei Amazon shoppe oder was auch immer ich mache, bei iTunes bin, ich generiere Daten und diese werden zusammengebunden und profiliert. Und es findet eine Zuordnung meiner Person
statt, die über diese generierten Daten funktionieren. Nicht? Wir kennen das von der Schufa schon heute irgendwie. Ja, wenn man eine blöde Postleitzahl hat von einem nicht ganz so schönen Wohnbezirk in Berlin, dann muss man theoretisch und auch häufig praktisch ein bisschen mehr für seinen Kredit zahlen. Wenn man irgendwie Ys und Üs im Namen hat, dann auch. Und eben lauter sozusagen illegitime Kategorisierungen, die da stattfinden. Und das wird am Netzverhalten sich nochmal verstärken und zunehmen. Und die Frage ist eben, wie wir als Politik diese Selbstbehauptung des Individuums, die Selbstbehauptung über die Beschreibung unserer selbst, was passiert mit unseren Daten, wie wir die zurückgewinnen können, denn eigentlich ist sie schon verloren. Aber neben diesem individuellen Aspekt gibt es auch einen kollektiven. Es ist schon heute möglich, dass man durch das Abfischen der Social Medias bestimmte Stimmungen in der Bevölkerung eruieren kann. Ja, also man kann heute schon, sagen wir, ich bin ein großer Schuhkonzern, ja, und stelle irgendwie meine neue Turnschuhkampagne vor, dann kann ich einen Auftrag geben, ich möchte wissen, wie die ankommt, und dann wird eben durch das Abfischen bestimmter Datenströme kann eruiert werden, ob über den Turnschuh viel gesprochen wird, ob gut über ihn gesprochen wird, also ob meine Kampagne verfängt. Das lässt sich natürlich auch politisch umbrechen. Und wenn man das mal zu Ende denkt, dann ist man auch da meiner Ansicht nach auf einem sehr problematischen Pfad unterwegs. Es ist möglich, wie das heute schon in Amerika ja in extensio, aber bei uns auch sehr stark, eben Meinungsumfragen erfolgen und anhand der Meinungsumfragen politische Handlungsoptionen abgeleitet werden. Ja, nach der letzten Bayernwahl sagte der Generalsekretär der CSU auf die Frage, warum es nicht so gut gelaufen ist bei der CSU, hat er gesagt, ja, unser Themenmanagement hat nicht gestimmt. Ja, also es ging darum, eben die richtigen Themen zu setzen, dass die gut bei der Bevölkerung ankommen. Und theoretisch ist es heute möglich, dass eben punktgenau auf die Sekunde, genau auf den Sonntag, den Wahltag genau abzustimmen, was die Leute bewegt und was wichtig ist. Ja? Und wenn ein Bundespräsident ein entscheidendes Interview seiner Karriere gibt, kann er selbstverständlich 2 Stunden vorher eine Umfrage in Auftrag geben und sagen, ja, was erwarten denn die Leute, dass ich sage? Und dann erzählt er nachher halt, was die Leute erwarten, was er sagt. Und das muss man sich in der Dimension auch demokratietheoretisch meiner Ansicht nach überlegen, was das bedeutet. Ich sage nicht, damit geht der Untergang des Abendlandes einher, so ist es nicht. Aber unsere Gesellschaft verändert sich, die Möglichkeiten verändern sich durch diese technischen Veränderungen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Grünen im Grunde sehr gute Chancen haben, diesen kulturellen Wandel, den wir erleben, aufzunehmen und zu integrieren, weil einmal diese Grundüberlegungen von Basisdemokratie und Transparenz eben sehr stark damit verbunden sind, aber eben auch dieses stark Diskurshafte, was die Grünen haben, sehr geeignet ist, um für diesen gesamten Bereich, für den es keine fertigen Antworten gibt, sondern wo viele Antworten noch vor uns liegen und wo viele Dinge nicht zu Ende gedacht sind, da eben schlüssige und politische Lösungen für zu entwickeln und die politische Kraft zu sein, die diesen kulturellen Wandel eben demokratisch auch gestaltet. Also die Antworten, demokratisch legitimierte Antworten der Gestaltung dieses Bereichs findet, einer Gestaltung, die in den letzten Jahren nicht sehr stark stattgefunden hat. Ganz herzlichen Dank. Das ist jetzt an. Muss ich noch irgendwas machen? Als erstes will ich nämlich an alle nochmal die Aufforderung geben, wenn Sie ihr jetzt eine Frage, einen Beitrag gebt, dann bitte immer über das Mikrofon, damit das dann auch im Livestream zu hören ist, damit also auch die, die nicht hier sind, aber dabei sind, wie Ralf das so schön gesagt hat, dass die das auch hören können. Und
eine Forderung aus diesem netzpolitischen Papier, nämlich die Forderung nach Anonymität, die soll dann auch hier gewährleistet sein. Also man muss nicht seinen Namen sagen, wenn man nicht will, dass das ganze Internet global Bescheid weiß, wer hier was vertritt. Aber man muss wahrscheinlich im Moment jedenfalls in Kauf nehmen, dass diese Debatte übertragen wird. Wir hatten jetzt zwei sich ergänzende Beiträge, wo ich sagen würde, der Fokus liegt eindeutig auf diesem auf den Fragen nicht des Zugangs überhaupt, also hatten Sie ja angesprochen, der gerechte Zugang, dass der gleich verteilt wird, dass jedem die Möglichkeit gegeben wird, an der Internetgesellschaft teilzunehmen. Das ist wahrscheinlich für uns alle eine relativ unproblematische Forderung. Niemandem soll diese Möglichkeit verwehrt bleiben. Die Probleme konzentrieren sich meiner Meinung nach auch nach diesen beiden Beiträgen ja in dieser Frage der Regelsetzung und Regulierung. Welche Art von Regulierung brauchen wir? Welche Art von Regulierung ist aus unserer Sicht eine sinnvolle? Und da kann man wahrscheinlich dann immer wieder von der anderen Seite sehen. Das ist aber auch wieder problematisch, wenn ich an dieser Stelle eine Regulierung fordere. Aber wenn wir gar keine haben, dann ist es auch wieder schlecht. Also das scheint mir so dieses Feld zu sein, was wir näher eingrenzen müssen, welche Formen das sind. Und jetzt gab es ja einerseits von dir, Jeanette, die Aussage Datensparsamkeit, die haben wir ja früher gepredigt. Also wenn man sich jetzt an die Zeiten der Volkszählung erinnert, da ging es ja immer darum, gebt nichts raus, Leute, haltet euch zurück und so, der guckt immer einer mit. Wenn das heute eine Forderung von gestern ist, die überhaupt nicht mehr sinnvoll ist, wie gehen wir dann damit um und worüber können wir dann eine Regulierung unserer Daten mitbestimmen? Das ist, denke ich, eine ganz zentrale Frage hier. Und eine Frage, die dann natürlich auch bedeutet, an welche politische Instanz können wir denn überhaupt solche Regulierungsvorschläge richten oder müssen wir diese Instanz auch nochmal neu erfinden? Die ist ja vielleicht nicht so von vornherein schon gegeben, die Adresse, an die man so eine Regulierungsidee richten kann. Gut, damit gebe ich jetzt mal den Ring frei für alle, die zugehört haben. Wie ist das mit den, wir können ein Mikrofon hier in den, da ist gut. Damit es ein bisschen aufgelockert wird, Christian Wulff. Nein, Günther Tauer. Zwei Fragen habe ich. Die erste Frage ist, wir sprechen davon, dass die Möglichkeit besteht, also etwas zu regulieren im Netz. Also das heißt, wir gehen auf staatliche Institutionen zu. Ist das nicht ein bisschen wie der Hase und der Igel, dass wir letztendlich sowas gar nicht regulieren können? Also ich erinnere nur an die Debatte um den Spam vor, ich glaube, 3-4 Jahren, wo dann auch ein Gesetz verabschiedet wurde, was nicht lief. Der zweite Punkt, der mir leider fehlt hier, ist der Aspekt, wenn wir von einer digitalen Gesellschaft sprechen und dann sollten wir auch einbeziehen, dass die digitale Gesellschaft, wenn sie sich so rapide entwickelt, wie sie sich heute entwickelt, Arbeitsplätze en masse freisetzt. Das heißt, ich beziehe mich auf Nicholas Carr, The Big Switch, wo sehr schön illustrativ gezeigt wird, dass die British Telecom mit 50 Millionen Kunden 100.000 Angestellte hat und Skype mit 200 Leuten 150 Millionen Kunden hat. Und er weist darauf hin, dass das Problem auch der digitalen Gesellschaft sein wird. Und das passt jetzt nicht unbedingt direkt rein, aber wir sollen den Aspekt vielleicht auch mal diskutieren. Ich würde gerne auf Ihren ersten Punkt mit der Regulierung eingehen. Ich glaube nicht, dass ein Regulierungsbegriff fürs Internet angemessen ist, der nur auf staatliche Regulierung setzt. Ich würde umgekehrt behaupten, dass die meiste Regulierung, die wir im Internet finden, eher privater Natur ist. Deshalb habe ich auch diese Vertragsverhältnisse,
dargestellt in meinem Vortrag. Ich würde behaupten, dass, also jetzt auf diesen Markt für Informationsgüter bezogen beispielsweise, dass der fast vollständig reguliert wird durch private Vertragsverhältnisse. Und das gilt auch für andere Bereiche des Internets. Ich würde bezogen auf das Internet dafür plädieren, einen ganz breiten Regulierungsbegriff anzuwenden, der auch das Verhalten der Nutzer, beispielsweise wenn sie das Urheberrecht ignorieren, unterlaufen, umgehen oder sowas, dass man das als eine private Praxis mit regulatorischen Effekten betrachtet. Also ein verteilter Regulierungsbegriff und nicht nur auf den Staat setzen. Und dann, wenn man das nämlich tut, dann hat man auch nicht so ein Hase-und-Igel-Modell, dass die Privaten immer entwickeln und die anderen hinterhertraben. Es ist schon so, dass staatliches Handeln erst zum Einsatz kommt, wenn sich schon ganz viel entwickelt hat. Aber das heißt nicht, dass das, was da vorher stattfindet, unreguliert wäre. Sondern das sind jede Menge Regeln im Einsatz. Sie sind eben nur selbstregulatorischer Art. Wenn ich das ergänzen darf zu diesem Hase und Igel. Ich glaube, dass die entscheidenden Spieler im Netz sind eben, und von dem Gedanken müssen wir uns auch mal freimachen, sind keine Garagenklitschen, in dem irgendwie drei Spontis irgendwie was zusammenbasteln, sondern die entscheidenden Player im Netz sind große börsennotierte Konzerne, international agierende Konzerne, die, man kann es beklagen oder auch gut finden, vor allen Dingen wirtschaftliche Interessen haben und die nach meiner Wahrnehmung ein hohes Maß an Rechtskonformitätsbedürfnis haben, ja. Also ich erinnere mal an den Fall, im letzten amerikanischen Wahlkampf gab es so eine App, da lief irgendwie so ein George Bush mit seinen Armen, lief die Uhr seiner Präsidentschaft rückwärts. Ja, das hat Apple nicht angenommen, sozusagen Selbstzensur, weil sie Angst hatten, damit irgendwie politisch anzuecken. Ja, das finde ich jetzt nicht gut, also gerade diese George Bush-Uhr, finde ich jetzt ganz nett und so. Aber ich will damit zum Ausdruck bringen, dass es ein hohes Bedürfnis gibt, dieser Konzerne sich rechtskonform zu verhalten. Google, auch darüber kann man nur klagen, blockt in China Demokratiebegriffe, weil das dem Regime unangenehm ist irgendwie. Ja? Das ist jetzt nicht schön, aber ich will nur sagen, das ewige Argument des deutschen Gesetzgebers, oh, ist alles so global und ich weiß gar nicht, können wir da was regeln, hört doch keiner auf uns und so. Ich glaube, das ist ziemlicher Quatsch. Man muss es halt nur tun. Man muss Regeln schaffen und am besten natürlich auf europäischer Ebene, also nicht jedes Land für sich, das wäre tatsächlich verrückt, aber auf europäischer Ebene muss man einfach bestimmte Standards setzen und im Wirtschaftsleben schaffen wir global alle möglichen Verträge international, uns auf irgendwelche Standards und Steuern und Ähnliches zu einigen. Mir will nicht so recht einleuchten, warum das im Internet nun gerade nicht gelingen soll. Ich glaube, dass sich die Politik häufig wegduckt hinter diesem Argument. Und zum Schluss noch ganz kurz zu diesem Argument Arbeitsplätze. Also ich glaube, es ist umgekehrt, wäre meine steile These. Das Netz und die Digitalisierung schaffen Millionen von Arbeitsplätzen sind vor allen Dingen für Kreative meiner Ansicht nach ein Jobmotor sondergleichen. Und wenn man sich eben anguckt, wie sich die Wirtschaft umgestellt hat, wie viele Menschen heute mit einem Computer arbeiten, nicht in der Theorie, würde man immer denken, das ersetzt all die Menschen und jetzt haben wir nur noch einen Computer dastehen. Die Wahrheit ist, also in der grünen Bundestagsfraktion, sage ich mal, arbeitet nicht ein Mensch weniger, weil wir jetzt Computer haben. Sondern ich glaube, dass eben das Netz und Digitalisierung unser Leben da ergänzen und andere Industrien und Arbeitsbereiche ablösen. Ich habe jetzt 6 Wortmeldungen gesehen und würde vorschlagen, dass wir erstmal 3 zusammenfassen und dann nochmal an die beiden geben. Jetzt ist... Ganz anonym.
Ich habe eine kurze Frage zum Thema Minderheitenschutz. Das finde ich ehrlich gesagt das größte Problem. Konstantin von Lotz hat ja irgendwann gesagt, also wir machen diese werden Umfragen gemacht, was erwarten die Leute? Jeanette Hoffmann hat gesagt, es ist eine ganz bestimmte kleine Gruppe von Personen, die sich da nur tummelt auf Twitter und auf Facebook oder wo auch immer man dann diese Abfischungen vornimmt. Alle, die sich da nicht tummeln, können ja gar nicht abgefischt werden. Also und das hat natürlich, also das ist mal das eine, auf welchen Mehrheiten oder Bevölkerungsmeinungen beruhen dann eigentlich diese Annahmen? Können solche Umfragen überhaupt nach den Kriterien gemacht werden, nachdem man klassische Umfragen macht? Und das andere ist natürlich, dass diese kleinen Gruppen von Leuten eine extreme Meinungshoheit natürlich entfalten können. Also nehmen wir mal das Thema Antisemitismus. Das kann man natürlich gut spielen und dann kann man sagen, okay, die Leute wollen, dass Politik antisemitischer wird, aber jedenfalls, man hat nicht so die Möglichkeiten, das politisch zu steuern, wenn man sagt, lass mal schauen. Das wird sich schon innerhalb des Internets regulieren. Also sozusagen die Frage, wie geht man mit bestimmten Themen um und wie geht man mit Minderheitenschutz um? Gibt es bestimmt Modelle und Regeln? Und das würde mich mal interessieren. Jetzt hatten Sie sich gemeldet. Ja. Alte Spitz, mein Name. Ich will zu zwei, drei Punkten was sagen, vor allem vom Vortrag von Jeanette. Ich fand deine erste These mit wie revolutionär sind Social Media Angebote. Ich glaube, sie sind nicht per se revolutionär, aber ich glaube, sei jetzt mal, wenn man einen Bild heranziehen kann. Sie sind so quasi das Benzin im Motor von einer Revolution. Also sie sind nicht der eigene Antrieb von Revolution, sie werden aber relativ stark davon unterstützt, so wie man quasi vor 20 Jahren, man kennt es ja quasi nur aus Hörensagen, man irgendwie die Freundschafts- und Solidaritätsunterschriften für Nicaragua gesammelt hat, hat man halt heute innerhalb von 5 Stunden 50.000 Unterschriften für irgendein Anliegen, was quasi aufpoppt. Also und aus dem Grunde, glaube ich, hat es dort schon eine Wirkung und unterstützt es Veränderungen. Wie gesagt, ich glaube, es ist nicht der Ursprung zwangsläufig, aber ich glaube, es ist quasi, was die Mobilisierung angeht, ich glaube auch, was den Schutz angeht von Demonstrantinnen und Demonstranten, glaube ich, extremst relevant, weil man viel schneller Informationen verbreiten kann und damit auch eine öffentliche Aufregung organisieren kann, als es vielleicht früher überhaupt nicht möglich war. Ein zweiter Punkt, der mir etwas zu kurz kam insgesamt, war eigentlich die Frage, welchen Schutz das Internet braucht. Also es kam quasi etwas bei der Frage der Ambivalenz von sozialen Netzwerken hoch, zu sagen, sie können aber natürlich auch für Missbrauch benutzt werden, sie können zensiert werden, aber ich glaube, wir sind gerade in einer Zeit, wo wir die Regeln, wo wir auch die strukturellen Fragen für die nächsten 20, 30 Jahre quasi prägen. Also es wird in den nächsten Jahren wird quasi das Internetregime für die erste Hälfte unseres Jahrhunderts quasi festgelegt, was dann halt, sag jetzt mal, später nur noch sehr schwer umkehrbar ist. Wenn die Netzneutralität futsch ist, dann ist sie futsch, dann wird man sie nicht mehr wiederkriegen können. Wenn quasi jeder Internet-Download von urheberrechtlich geschütztem Material quasi gleich strafrechtlich verfolgt wird, wird man sowas auch nicht mehr umkehren können. Also aus dem Grunde, glaube ich, sehe ich dort zumindest die Politik und die Gesellschaft wirklich gerade in einem zentralen Punkt der Auseinandersetzung, wo es sich, glaube ich, jetzt aktuell wirklich lohnt, kämpfen zu müssen. Und ein dritter Punkt daran anschließend, ich finde den Entschuldigung, Begriff, aber bitte nur noch kurz. Ja. Ja. Ich finde nur zum dritten Punkt der Entfernsetzung von Daten, ich finde die Konsequenz folgt daraus noch nicht wirklich. Ich glaube, wenn man quasi keine Güter mehr kauft, wo man quasi etwas dran hat, weil hätte man, also ich sag mal,
Amazon hätte das verkaufte Buch, hätte es nicht aus dem Regal herausnehmen können. Wenn man es aber auf dem Kindle hat, konnten sie es automatisch löschen. Quasi, welche Implikation heißt das für unsere Gesetze, dass man halt endlich auch den Nutzer viel stärker in den Mittelpunkt rückt und ihn quasi schützt? Danke. Hans Hütt, ich habe zuerst zu Jeanettes Vortrag zwei ergänzende Stichworte zu dem Beginn. Während der sogenannten Grünen Revolution im Iran gab es eine Intervention des State Departments, namentlich durch Frau Clinton, an Twitter. Die Überholung des Netzwerks für die Dauer, in welcher das ein Backbone für die Kommunikation der Iraner war, zu verschieben, damit das nicht unterbrochen wurde. Der andere Hinweis bezieht sich auf einen Aufsatz in der London Review of Books über Jared Cohen, der unter Clinton nach Antritt die Abteilung für Public Diplomacy im State Department geleitet hatte. Und der Artikel beschrieb, wie all die Social Networks Betreiber, Hard- und Softwarebetreiber auf eine Nah- und Mittelostreise mit Jared Cohen geschickt worden sind. Sehr interessant, wie sie dort sogar im vom Bürgerkrieg und Besatzungsregime zerfetzten Irak da ihre kleinen zivilgesellschaftlichen Netzknoten bildeten und pflegten. Jared Cohen ist heute Leiter der Thinktanks bei Google. Das nur als Hintergrund. Jetzt mit einer materiellen Politikfrage. Das Gesundheitswesen auf der einen, die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte auf der anderen Seite. Es konfrontiert sich mit drei Basissachverhalten. Der erste Sachverhalt ist von der Kaufmann Foundation beschrieben worden, wonach der wissenschaftliche Fortschritt von der universitären Hightech-Medizin in niedergelassene Landarztpraxis im Durchschnitt 15 Jahre braucht. Der zweite ist, dass das derzeitige Gesundheitssystem in Deutschland davon lebt, dass so viele Leistungen wie möglich einzeln abgerechnet werden, was unter systemischen Gesichtspunkten einem gewissen Gegensatz zu Modellen in Amerika unter dem Stichwort Community Care steht, in welcher man nicht mehr für viele Leistungen, sondern den regelmäßig gemessenen Gesundheitszustand in dieser kooperativ erstellten Gruppe von Gesundheitsdienstleistern dann zur Vergütung herangezogen wird. Wie stellt sich nun in einem solchen Umfeld die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte als eine lückenlose, sozusagen lebenslange Gesundheitsakte mit datenschutzrechtlichen Problemen auf der anderen Seite dar, wenn hier erstens die Professionalisierung, zweitens die Therapiesicherheit, drittens die Kostensenkung im Gesundheitswesen auf der einen Seite stehen und eine informationelle Selbstbestimmung, in welcher multimorbide alte Frauen buchstäblich nur Chinesisch drunter verstehen, aber wo es ihnen tatsächlich jetzt mal systemisch vormundschaftlich gesprochen ihnen zugute käme, wenn dieses Instrument möglichst nicht restriktiv in diesen Markt gebracht wäre. Politische Zielkonflikte ohne Ende. Vielen Dank. Jetzt wollt beide noch... Also ich kann gern anfangen mit dieser Frage. Betrifft das nicht nur eine kleine Gruppe von Leuten? Ich glaube, das ist vielleicht missverstanden worden. Ich glaube, auch Jeanette hat das so nicht gemeint. Also sag es mal so, ich stelle die steile These in den Raum, dass es in 5 Jahren keinen Unterschied mehr zwischen Sein und Online-Sein gibt. Ja? Also, dass das dasselbe ist. Und da kann man sagen, das gefällt mir nicht oder so, aber es ist Fakt, dass das so sein wird. Heute ist es schon so, dass alle, die ein Smartphone haben, sind die ganze Zeit online, ob ihnen das passt oder nicht, es sei denn, sie stellen die wesentlichen Funktionen an ihrem Gerät aus, aber dann macht das Gerät nicht mehr so viel Sinn. Aber man ist eben im Internet unterwegs. Ja? Und wenn man heute ein Auto kauft, muss man ja vielleicht auch nicht mehr machen, aber wenn man es tut, das Auto ist selbstverständlich online, wenn es rumfährt. Es mag einem gefallen oder nicht, wenn man ein TomTom-Gerät kauft, ist man selbstverständlich im Netz und wird... Ja, also es ist einfach so. Und es ist die Frage, man kann natürlich sagen, das ist alles total Mist und das will ich nicht, ja, und sich in die Schmollwinkel zurückziehen, oder man stellt den Anspruch und sagt, ich will das politisch gestalten, ja, ich will da irgendwie mit umgehen, dass das gerade passiert. Und
meiner Ansicht nach ist nur Letzteres eben die politische Antwort. Und Minderheitenschutz, das Internet wird ja häufig so diskutiert, dass da eben auch so viel Schmutz ist und so. Das Internet ist Ausdruck des menschlichen Seins, ja. Aller Schmutz, der in der Gesellschaft ist und alle abgründigen Winkel, die in Menschen sind, kommen auch im Internet zum Ausdruck. Das Internet ist ein Netzwerk, ja. Und je nachdem, was man reinspielt, ist dann eben da, ja. Und das könnte ich jetzt auf viele Bereiche runterbrechen, aber ich will hier nicht so viel Zeit. Der Schutz des Internets, den Malte angesprochen hat. Also ich habe im Augenblick unter vielerlei Gesichtspunkten den Eindruck, dass es so insgesamt, ich will nicht sagen in allen westlichen Demokratien, aber so ein Schielen nach dem chinesischen Modell gibt es schon so insgesamt. Das gibt es auf der einen Seite wirtschaftlich, aber auch von diesem Überwachungs- und irgendwie Regulierungsbevölkerung ruhighaltend Aspekt, nicht? Und insofern würde ich absolut zustimmen, dass wir das Internet in seiner freiheitlichen Ausgestaltung massiv schützen müssen, ja, weil die Bedrohungen sind heftig und die Bedrohungen, die jetzt gerade dieser Tage diskutiert wurden durch Antipirateriegesetze der unterschiedlichsten Couleur, das sind alles massive Eingriffe in Persönlichkeitsrechte, in das Netz. Damit meine ich nicht, ja, das korrespondiert natürlich auf der einen Seite mit dem Ruf nach einer gewissen Regulierung, aber die totale Überwachung, die ich im öffentlichen Raum ablehne, auch wenn sich damit ganz toll alle Straftaten wie 1984 verhindern ließen, die bin ich nicht bereit hinzunehmen und die bin ich nicht bereit hinzunehmen im öffentlichen Raum hier vor der Haustür und auch nicht im öffentlichen Raum Netz. Und das muss eben verteidigt werden. Ich habe aber den Eindruck, dass dadurch, dass Millionen von Menschen im Netz sind und eine massive Betroffenheit fühlen bei all den Angriffen, die da kommen, dass es einen gewissen zivilgesellschaftlichen Behauptungswillen gibt. Da möchte ich übrigens noch mal ganz kurz zurückgehen zu dieser Frage, bewegt sich nur eine kleine Elite im Netz? Die Umfrage, letzte Umfrage war, dass ich glaube, die unter 18-Jährigen, von denen haben 99% Netzzugang. Ja, jetzt kann man sagen, das sind ja nur die unter 18-Jährigen, aber wenn man sich überlegt, was das bedeutet, 99%, es gibt nichts, was 99% aller unter 18-Jährigen machen. Ja, also die spielen nicht alle Fußball und die lesen auf keinen Fall alle Bücher, die gucken auch nicht alle fern, aber 99% haben einen Netzzugang, dann kriegt man so ein Gespür dafür, was sich da verändert und sozusagen wie auch gesellschaftlich eben da was nachwächst. Nochmal zum Schutz des Netzes. Damit einhergeht natürlich, dass alle Technologie, die verwendet wird, und wir diskutieren das auf unterschiedlichsten Ebenen, natürlich dieses hohe Missbrauchspotenzial auch hat. Ja, wir haben den Bundestrojaner diskutiert, also inwieweit bespielt der deutsche Staat bestimmte Computer und kann damit genau überwachen, was jemand macht am Computer, was er schreibt und nicht entäußert, also im Grunde sogar, was er denkt, ja, wenn er sein privates Tagebuch führt und so weiter, alle geheimen und Botschaften und Gedanken, die er hat, alle privaten Urlaubsfotos, alles einsehbar mit einem kleinen Virus. Aber das Ganze hat auch wieder eine andere Seite, in dem deutsche Unternehmen ins Ausland, in Unrechtsregime diese Software liefern, um genau die Unterdrückung und die Ausspionierung von vermeintlichen Delinquenten irgendwie zu unterbinden, nicht? Und auch da muss die Freiheit des Individuums und die Freiheit des Netzes geschützt werden. So, und in der Hoffnung, dass Jeanette den Rest einsammelt, nur noch ein Wort zur zur Gesundheitskarte. Ich finde, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass eben diese technologische Entwicklung große Hoffnungen setzt und auch Versprechungen verheißt, die wir zum Großteil schon wahrnehmen in unserem täglichen Leben, diese Verfügbarkeit, nicht? Also das Beispiel, dass man auf seinem Smartphone bei Wikipedia praktisch nicht, dass man überall, wo man ist, ich weiß nicht, wie viel tausend Brockhause zur Verfügung hat, um bestimmtes Wissen abzufragen, ja? Bei der Gesundheitskarte die Frage, dass man eben
auf einem kleinen Chip seine gesamte Krankenakte hat und alle notwendigen Angaben, um im Notfall oder wenn man mal in einer anderen Stadt ist oder im Urlaub oder was weiß ich, dem Arzt die notwendigen Informationen zukommen zu lassen. Aber eben auch den hohen Anspruch, was das unter Datensicherheitsgesichtspunkten heißt. Das ist ein abendfüllendes Thema. Wir haben gerade eine Anhörung dazu gemacht im Bundestag und hatten da viele Expertinnen und Experten eingeladen. Aber es gibt auch da bei dem Ansatz, dass eben der Patient, die Patientin die Herrschaft über ihre Daten behalten und sie diejenigen sind, die bestimmen, was auf der Karte ist, was freigegeben wird, was abrufbar ist. Also es gibt da Mechanismen, die uns zu dem Schluss kommen lassen, dass wenn man es richtig macht und wenn man es datenschutzkonform macht, dass die Gesundheitskarte eine gute Sache sein kann. Zunächst zum Malte, Schutz des Internet. Ich glaube, das, was wir da zurzeit verhandeln, und mit wir meine ich alle Spieler, die da unterwegs sind, private Bürgerinnen und Bürger, aber auch Regierungen. Was wir da zurzeit verhandeln, ist sowas wie die Verfasstheit der digitalen Gesellschaft. Ich glaube aber nicht, wie Malte, dass die Regeln, auf die wir uns heute mehr oder minder einigen oder die wir zähneknirschend akzeptieren, dass die unumstößlich sind und für immer und ewig so bleiben, sondern selbst die Architektur des Internet gerät zurzeit in Bewegung. Wir haben es da mit einem relativ flüchtigen, volatilen Infrastruktur zu tun. Beispielsweise im Bereich der im Internet der Dinge. Da bildet sich gerade eine neue Schicht, eine neue Netzwerkschicht heraus, die eben dazu führt, dass Objekte, die mit Sensoren ausgestattet sind, miteinander anfangen zu kommunizieren. Das ist nicht das alte Internet, wie wir es kennen. Und das Gleiche gilt auch für das, was wir derzeit als mobiles Internet bezeichnen. Die Regeln sind andere. Wir stellen eben fest, dass Netzneutralität vor allen Dingen im Bereich des Internet, des mobilen Internet massiv verletzt wird. Insofern, ich glaube, wir bewegen uns im Moment auf so eine Experimentierphase zu, wo Unternehmen Geschäftsmodelle ausprobieren, wo sie ausprobieren, wie sich der Konkurrent verhält. Wir sehen, dass viele dieser Geschäftsmodelle transnational ausgerichtet sind, wenige große Konzerne. Aber ob das so bleibt, das kann kein Mensch sagen. Ich glaube auch nicht, dass diese Regeln nicht rückholbar sind. Aber ich bin froh darüber, dass wir das heute stärker beobachten und sich mehr Kompetenz herausbildet, auch wie Konstantin gesagt hat, im Bereich der Presse, sodass wir vielleicht irgendwann als Durchschnittsbürgerinnen und Bürger mal so viel über das Internet wissen wie über das Auto in unserer Garage. Da haben wir ja auch bestimmte Kriterien, die wir erfüllt haben wollen. Das dazu. Heute, das stimmt. Heute kann man es nicht mehr selber. Man kann sich nicht mehr einfach da drunter legen. Aber selbst dann nehmen wir das Pendant zum Ölwechsel. Wenn der Durchschnittsbürger so viel über das Internet wüsste, wie er wissen muss, um einen Ölwechsel zu vollziehen, wäre uns schon, glaube ich, sehr geholfen. Weil das ist ja ein Problem, dass die Leute das als so gegeben nehmen, was sie vorfinden durch ihren Internet-Service-Provider. Dann nochmal zur Frage der Demokratie. Hans Hütt hat auf das Nichtabschalten von Twitter verwiesen. Ich würde sagen, das widerspricht nicht dem, was ich gesagt habe. Ich denke durchaus, dass soziale Netzwerke oder Dienste wie Twitter auf der horizontalen Ebene gesellschaftlicher Selbstorganisation wirklich von Nutzen sind, wie vorher Flugblätter auch von Nutzen gewesen sind. Ich möchte auch nicht sagen, dass sie nicht über den Nutzen von Flugblättern hinausgehen, aber ich würde erstens sagen, dass sie nicht bestimmend dafür sind, ob Revolutionen stattfinden oder nicht, und zweitens, dass wir nicht darauf schließen sollten, dass sie auch die Kommunikation zwischen Wählerinnen und Wählern und Gewählten, also professionellen Politikern, deutlich verändern wird. Das bezieht sich auf die Hoffnung, die viele Leute in, ich sag mal, die Experimentierlust der Piratenpartei setzen. Die werden jetzt noch eine Weile mit Adhocracy und anderen Typen von Liquid Democracy herumprobieren und werden dann irgendwann feststellen, dass sie nicht handlungsfähig sind, wenn sie jedem jederzeit erlauben, mitzusprechen.
sprechen. Man kann eine Massendemokratie nicht so organisieren, wie ein kleines Gemeinwesen sich selbst organisieren kann. Und ich glaube nicht, dass soziale Netzwerke daran großartig was ändern. Ich fühle mich missverstanden. Ich wollte nicht sagen, dass auf Facebook nicht viele Leute unterwegs sind. Aber die sind nicht artikulationsmächtig dergestalt, dass sie sozusagen von der professionellen Politik gehört würden und hier entscheidend was am politischen Kurs ändern können. Das sind immer nur wenige. Was ich schon zugestehen würde, ist, dass durch Twitter eine neue politische Klasse sich herausbildet, nämlich Experten in diesen Feldern, die dann sozusagen ihr Leben damit verbringen, zu twittern und Vorträge zu halten etc. Ein Markus Beckedahl mit Netzpolitik, der hat politisches Gewicht, keine Frage. Aber das sind trotzdem immer nur wenige. Vielleicht ist der Unterschied, dass nicht mehr alle heute gewählt sind, die politisch einflussreich sind. Aber das Zahlenverhältnis zwischen der Masse der Zuschauerinnen und Zuschauer und den wenigen Artikulationsmächtigen, das wird sich, glaube ich, nicht grundsätzlich ändern. Das war mein Punkt. Jetzt sage ich erstmal, genau, Sie waren jetzt danach, Sie und du. Ja, Albert Reinhardt. Es gibt von Watzlawick ja diesen Spruch zur Kommunikation, man kann nicht nicht kommunizieren. Und ich denke, gerade wurde auch gesagt, dass ja die normale Welt sozusagen mit der Internetwelt nicht mehr, also was ich sagen will, Die schlechten Kommunikationsstrukturen, also Internet wird wahrscheinlich zunehmend die schlechten Kommunikationsstrukturen zwischen den Bürgern und den politischen Vertretern oder Repräsentanten sichtbar machen und auch unzumutbar emotional, weil einfach die Leute wissen, dass Kommunikation anders sein müsste. Und ich denke, man muss einfach anfangen, in Schulen schon diese Sozialisationsprozesse, also es gibt halt diese Entwicklungsphase, wo meine späteren Intuitionen, Einstellungen und Fähigkeiten oder Fähigkeiten auch komplexes Denken zu lernen, werden halt in der Schule momentan einfach ausgebremst, also eigentlich nicht auf diese neuen Möglichkeiten der Kommunikation geprägt, sage ich mal, oder ausgestattet. Und da vergeben sich halt die Parteien eigentlich die Chance dieser direkten Kommunikation mit ihren Bürgern. Und also es geht ihnen eigentlich die Macht verloren, die sie eigentlich haben oder laut Grundgesetz auch haben sollten, also den Dialog mit dem Bürger zu führen. Und ein anderer Punkt ist sozusagen diese Sache, dass es halt, die Grünen haben ja diesen Umweltschutz auf ihren Fahnen geschrieben und ich denke, also was jetzt diese Informationen angeht, haben wir eigentlich so ein modernes Datenraubrittertum, wenn ich Ihren Vortrag richtig verstanden habe. Und da wäre die Frage, ob nicht von der Nutzerseite gerade sowas wie reale Communities, also praktisch, also so eine Art ausgeweitete Firewall, ja, dass man einfach von der Nutzerseite da nochmal einen Schutz, weil also was die früher im Mittelalter halt die Stadtmauer war vor diesen Übergriffen, dass man da nochmal, zum Beispiel in Berlin soll ja jetzt dieses WLAN gemacht werden, dass man sowas gleich mit konzipiert, dass halt lokal die Leute ihre eigenen Regeln des Zugangs mit dem Gesamtnetz regeln können. Also praktisch nochmal so eine kleine, wie nennt man das, Insel, also das Intranet, also eine Form von Intranet von Nutzerseite oder wie man das irgendwie bezeichnen will, weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke, sowas wird technisch möglich sein, weil im übertragenen Sinne machen wir Tor und Tür, Garage, alles auf und jeder kann eigentlich durchspazieren. Okay, das war, glaube ich, soweit alles. Danke. Rainer Bode, ich will jetzt nicht die Debatten, die wir innerhalb der BAG Kultur haben, manche kennen das hier im Raum, hetzige Debatten zwischen Urheberrecht und Informationsfreiheit, sondern nur auf eher ein generelles Problem, ist wie auch schon gesagt worden, Verfasstheit der digitalen Gesellschaft. Also Frage, wie können Regeln gesetzt werden? Ist da nicht ein Dilemma gewesen, dass sozusagen die Ernsthaftigkeit, wie Nutzer mit dem Netz umgehen,
zu wenig diskutiert worden sind. Das heißt sozusagen eine gewisse Verantwortungslosigkeit gegenüber Urhebern, gegenüber der Öffentlichkeit nicht da ist. Dass sozusagen darüber keine Debatte stattgefunden haben. Liebe Nutzer, ihr müsst auch stärker sozusagen gucken, was ihr an Verantwortung tragt, damit wir denn vielleicht gemeinsam die Regeln aufsetzen. Weniger der Staat, sondern sozusagen die Gemeinschaft setzt selber Regeln, wie man damit umgeht, ob mit Urheberrechtsfragen oder mit der Öffentlichkeit. Die Frage mit dem Datenschutz. Wieso gibt es den Widerspruch? Auf der einen Seite, wir haben alle gekämpft gegen Datenschutz bzw. Umgang mit Datenschutz und alle gehen bei Facebook rein und öffnen sich. Also der Widerspruch ist ja da. Wieso passiert sowas? Sind das zwei unterschiedliche Welten? Vielleicht haben wir, die sozusagen damit stärker beschäftigt sind, zu wenig darauf hingewiesen, dass es widersprüchlich ist. Konstantin, die Netzgeschichte, die Internet ist nicht nur ein Jobmotor, ist auch ein Vernichter. Auch in bestimmten Bereichen, hat der Kollege gesagt, ist beides. Da muss ich dann irgendwann mal entscheiden, den Weg gehen wir, aber im Bewusstsein, dass es auch Nachteile hat. Das wird zu wenig gemacht, sondern auf der einen Seite, es geht nur so den Weg oder nur so den Weg. Und vielleicht muss man diese Widersprüchlichkeit dieser neuen Möglichkeiten viel stärker darstellen und begründen, warum man sich dafür entscheidet, warum man sich gegen was anderes entscheidet, sondern es so scheinbar von Ideologien, nur so oder nur so geht das. Und das ist vielleicht ein Dilemma, dass man vielleicht jetzt stärker vielleicht auch in der Netzdiskussion, in der digitalen Gesellschaft anpacken kann. Sonst ist man dann irgendwann ohnmächtig und hat dann Angst, in 5 Jahren online nur noch online rumzulaufen. Vielleicht muss man die Gefahr wegnehmen, dass es nur ein Problem ist. So. Sibylle Volkholz. Jeanette, ich habe noch mal eine Nachfrage zu deiner sehr skeptischen Aussage, was die Bedeutung von sozialen Netzwerken für die direkte Demokratie angeht. Ich finde, die Skepsis kommt mir schon ein bisschen zu schnell. Alle Formen von direkter Demokratie sind in hohem Maße selektiv und sozial selektiv. Jede Beteiligung der Kommunikation zwischen Wählern und den Repräsentanten ist die in der traditionellen Form aus meiner Sicht eigentlich noch selektiver als die. Meinst du nicht, dass eigentlich die Hemmschwellen, überhaupt sich per sozialen Netzen zu artikulieren, niedriger sind? Das heißt, dass der Teilnehmerkreis möglicherweise viel größer ist und dass es vielleicht eher ein Problem ist, wie schafft man da eine produktive Kommunikation draus zu machen? Du hast natürlich recht, eine unstrukturierte, es schafft kein Mensch, wer weiß, wie viele Sendungen, also Mitteilungen irgendwo zu verarbeiten. Aber ob nicht gerade zu bestimmten Problemen möglicherweise diese Form doch eine Chance auch eröffnet von direkter Demokratie, die wir nicht gleich mit der Skepsis in die Seite stellen sollten, sondern vielleicht wirklich sagen würden, die könnten wir dazu auch gezielt noch intensiver nutzen. Ja. Gut, dann machen wir jetzt, ich habe dann nochmal 5 Wortmeldungen, dann, aber damit das nicht zu viel sich sammelt und ihr auch noch, aber dann eben bitte ich euch auch ein bisschen zu beschränken, was ja. Ihr jetzt noch sagt. Also zunächst zu der Frage Urheberrecht. Simone hat mir extra aufgetragen, darüber nicht zu reden, weil darüber so oft geredet wird. Es ist einfach nicht wahr, dass es darüber keine gesellschaftliche Debatte gibt. Im Gegenteil, ich glaube, die hat sich extrem ausgedehnt in den letzten Jahren. Das Problem dabei ist eher, dass die ideologisch so verkantet ist, dass sich keine Seite willens ist, auch nur einen Millimeter zu bewegen. Ich bewege mich da auch nicht im Übrigen. Ich rede darüber oft und bewege mich keinen Millimeter. Und deshalb ist es auch ganz gut, dass wir das heute hier nicht verhandeln, weil dann sind am Ende wieder alle verärgert. Was? Die Stimmung kocht hoch. Ich glaube, es ist ganz gut, dass... klar, Konstantin kann dann ja... Du? Ich bin nicht verärgert, wollte ich sagen. Ja, du bist nicht verärgert. Aber wir haben das auch in der Enquete-Kommission lange durchgespielt. Und es sind am Ende kann sich keiner mehr leiden. Das ist immer, was dabei rauskommt. Also ich bin ganz froh, dass wir darüber heute nicht reden. Zur Frage Datenschutz und warum machen denn alle Facebook? Ist das eine Frage der Aufklärung? Ich habe ja in meinem Vortrag gesagt, dass ich denke, die Appelle bezüglich Datensparsamkeit, die machen heute nicht mehr viel Sinn.
Und das hat viel auch mit dem mobilen Internet zu tun. Diese neue Generation von Location-Based Services, die wir heute haben. Ich gucke auf mein Telefon und sehe, wo die nächste Haltestelle ist, wann der nächste Bus wohin abfährt. Und ich kriege all das jederzeit. Das ist einfach zu attraktiv, um es nicht zu nutzen. Und das kriege ich umsonst. Und ich zahle dafür mit meinen persönlichen individuellen Daten. Das ist das Modell. Man kann natürlich versuchen, sich individuell da rauszuziehen, aber man kann nicht erwarten, dass eine ganze Gesellschaft die gleiche Entscheidung trifft. Von daher denke ich, wir müssen davon ausgehen, dass wir es künftig mit dem, was eben jetzt neuerdings Big Data genannt wird, zu tun hat. Wir konsumieren und dabei produzieren die ganze Zeit wachsende Datenberge, die ihrerseits einen großen ökonomischen Wert haben. Ich will damit nicht sagen, wir sollen nicht versuchen, das zu regulieren, aber wir können nicht, oder ich glaube, es ist nicht realistisch, davon auszugehen, dass wir dieses sich hochschaukeln von Produktion und Konsumption vieler Daten, dass wir das noch abstellen können. Dazu ist einfach der individuelle Zugewinn, den man daraus ziehen kann, zu groß. Jetzt Sibylles Punkt, senken nicht soziale Netzwerke die Hemmschwelle der Beteiligung. Das kann schon sein. Ich glaube aber trotzdem, dass wir immer unterscheiden müssen zwischen vertikaler Kommunikation und horizontaler Kommunikation. Ich glaube, sie helfen da, wo es um gesellschaftliche Selbstorganisation geht. Aber sie ändern nicht das Verhältnis zwischen wenigen, die Regeln setzen, und vielen Regelempfängern. Diese Kommunikation, da machen wir uns einfach was vor. Selbst wenn Konstantin jetzt mit seinem Kreisverband, mit denen, die ihm folgen, über Tatort und sonst irgendwas beständig im Austausch steht und die Leute vielleicht sogar die Illusion haben, sie kennen den Konstantin ganz gut, sind die trotzdem nicht dadurch ermächtigt, in dem Sinne, dass sie auch Regeln setzen. Das, glaube ich, ist eine Illusion. Also, ja, also ich würde es folgendermaßen sagen, also wir müssen, glaube ich, wegkommen von der Illusion, das ist im Grunde das Trennende, von der Illusion, dass man eine basisdemokratische tatsächlich Entscheidungsstruktur hinbekommt. Aber Partizipation bedeutet ja mehr. Partizipation ist auch schon Information, ist auch schon Diskurs mit Gestaltung. Ja? Das sind ja diese ganz alten Diskussionen über plebiszitäre Elemente, zu sagen, naja, klar, Plebiszit ist eine total coole Sache, Hauptsache ich stelle die Fragen, ja, und da ist ja was Wahres dran. Und wenn man dann eben bedenkt, dass bei diesem Partizipationsprozess Information und Diskurs die beiden vorgelagerten wichtigen Momente sind, die nachher erst die Entscheidung sozusagen prägen, die Entscheidungsfrage stellen, dann glaube ich, liegt schon eine Chance in der Struktur Beteiligungsermöglichung durch das Internet. Ja, denn du kannst diese beiden Vorstufen, die kannst du auf jeden Fall mitgestalten. Und insofern hast du auch eine Veränderung des Diskurses und Open Data, die Möglichkeit, eben ganz, ganz viele Informationen einfach überhaupt zugänglich zu machen, ohne dass jemand zum Amt laufen muss oder mit einer Schubkarre in die Bibliothek gehen muss oder so. Das ist ja schon eine Ermächtigungsgeschichte auch, die Information. Wollte noch mal ganz kurz zu dieser Revolutionsgeschichte sagen. Also ich stimme dir total zu, dass das ist keine Facebook-Revolution, weil Facebook nicht der Grund für diese Revolution ist, aber es ist natürlich das Mittel dieser Revolution. Und der Grund ist natürlich der Frust der Leute und so weiter, aber auch da ist die Struktur im Grunde so eine Ermächtigung. Und deswegen wird ja auch versucht, diese Struktur zu killen und abzuschalten und zu erwürgen, weil man eben genau vor dieser Ermächtigung, individuellen Ermächtigung von Menschen, massive Angst auch hat. Ich pick das jetzt hier nur mal kurz noch raus, diese Frage, mitmachen oder nicht mitmachen oder Daten vermeiden oder so. Also ich bin total für Datenvermeidung und ich bin auch total dafür, dass jeder, der sich versucht, dem zu entziehen,
dass der das tun kann. Ja, also das muss zwingend notwendig sein, die Möglichkeit muss zwingend gegeben sein, aber du wirst die politische Diskussion der nächsten Jahre wird man nicht über eine Verzichtdiskussion führen können. Also wer das glaubt, gute Nacht, ja. Sozusagen, ihr müsst einfach nicht, das war ja genau der Trugschluss, den die Verbraucherschutzministerin gemacht hat. Die stand vor der Wahl, irgendwie kriege ich Facebook dazu, sich hier datenschutzmäßig nicht total schweinisch zu verhalten. Und weil sie sich nicht getraut hat, irgendwie gesetzlich vorzugehen oder das gemacht hat, was jetzt Thilo Weichert da in Schleswig-Holstein mal ausprobiert, sich mit Facebook anzulegen, hat sie halt gesagt, na, ich trete aus. Ja, und sie sind nicht gleich gefolgt. Es gibt in Schleswig-Holstein eine sehr individuell an diesem Datenschutzbezug Land ausgerichtete Diskussion, was mit den Fanseiten ist. Aber die Grünen treten nicht bei Facebook aus, sondern wir nutzen Facebook und zwar als intensiver als jede andere Partei, wie übrigens auch die Grünen das Internet nutzen wie keine andere Partei. Damit muss man bei dieser ganzen Verzichtsanmutung, muss man sich das auch mal klar machen, dass sozusagen die Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung unserer Leute eigentlich eine andere ist. Ich soll mich beeilen, aber es sind noch zwei, drei Sachen gesagt worden. Diese Schutzwahl vor Übergriffen, Verhaltenserfassung. Also da würde ich sagen, ist die Selbstbehauptung des Individuums muss daran liegen, die Dinge in Anspruch nehmen zu können. Und da gibt's einen Widerspruch zu diesem kostenlos, ja, aber eben ohne erfasst zu werden, nicht? Und ich finde das eine ganz wesentliche Frage, übrigens unabhängig davon, ob die Daten individuell oder kollektiv erfasst werden. Ich finde auch, dass in Supermärkten heutzutage unter der Decke Kameras sind, die genau gucken, wie die Besucherströme sind, um dann die Konsumgüteranordnung so zu gestalten, dass ich noch mehr kaufe. Auch dem will ich mich entziehen. Das Internet ist eine riesige Maschinerie, die nur das tut praktisch. Und ich möchte als Individuum, selbst wenn das nicht individuell erfasst wird, möchte ich mich diesen Konsummaximierungsmechanismen entziehen können, wenn ich es will. Ja, das ist eine wesentliche Frage und das ist heute nicht möglich und das muss ermöglicht werden. Letzter Punkt, Rainer, wir werden die Urheberrechtskiste hier heute nicht fertig diskutieren. Ich weiß, ich will aber zwei Punkte aufnehmen. Einmal, das mag sein, dass wir darüber irgendwie auch noch eine Diskussion, wie sich der Nutzer verhält und ob er Eigentum respektiert und was da immer eingefordert wird. Aber wahr ist auch, dass über Jahre und Jahrzehnte bestimmte Industrien versucht haben, ihre Lizenz zum Gelddrucken, die mit der Vordigitalisierung verknüpft war, zu erhalten und zu absorbieren, weil es halt einfach cool war und man viel Geld und jede CD hat man, obwohl man von der Platte auf die CD-Umstellung irgendwie 50% der Produktionskosten eingespart hat, hat jede CD, egal von welchem Künstler, 32 Euro gekostet. Ja, das war eine super Sache. Das ist heute nicht mehr so und hat auch letztlich, also ich will nur sagen, es gibt mehrere Seiten dazu. Und ganz zum Schluss Datenschutz und Facebook. Für die, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz so jung leider, also 40 nicht und gehöre auch nicht zu denen, die damit nun seit ihrem 10. Lebensjahr leben. Aber bei all den Vorwürfen, die wir immer gegenüber der Jugend machen, wie unvernünftig sie sich im Internet verhält. Ältere Leute sind auch ausgesprochen unvernünftig im Internet. Ja, also so Seniorenchats und so, die machen auch völlig verrückte Sachen. Und ja, genau. Und ich finde es immer lustig, ich mache das jetzt mal so ein bisschen zugespitzt rein, ich finde es immer lustig, sozusagen bezüglich der Freizügigkeit und der Lockerheit und wir stellen Saufotos und auf dem Foto tanze ich halbnackt auf dem Tresen, diesen Vorwurf immer von einer Generation zu hören, die sich 68 befreit hat und die sozusagen am liebsten nur nackt durch die Kommune gerannt ist, ja, und alle möglichen Fotos... Ja, das mag ja sein. Manchmal hat man die Zeitung noch nach Hause eingeladen, damit sie lustige Fotos macht, um das dann in Zeitungen abzudrucken. Also ich will nur sagen, das stimmt in dieser Zuspitzung. Die Generation, die da jetzt hochwächst, die sind alle voll crazy. Das stimmt so auch nicht.
Ich glaube aber auch, dass tatsächlich die meisten 68er, die sind im Stillen sehr froh, dass es zu ihrer Jugendzeit noch kein Internet und keine Speicherung von Daten und Fotos gab und dass wir Stillschweigen bewahren können über das, was wir früher mal gemacht haben. Oder eben auch nicht, aber dass es eben unsere Frage ist. Ich denke, es konzentriert sich vieles auf diese auf dieses Datenrittertum, hat einer gesagt, also auf diese Frage, was passiert mit diesen Datenströmen. Es gibt eine Frage aus dem Livestream, ist die Nutzerdatenprofilierung und der Verkauf der Profile, ist das nur eine Bedrohung, die jetzt immer so an die Wand gemalt wird, das könnte irgendwie passieren oder ist das tatsächlich Realität? Ich glaube, diese Frage zeigt auch ein bisschen dieses Unverständnis, was ganz viele Nutzer haben, die eigentlich wissen, dass sie ihre Daten hinterlassen. Was macht das schon? Warum stört das eigentlich? Ist das ein Problem, solange ich noch selbst entscheiden kann, was von den vorgeschlagenen Produkten ich dann tatsächlich kaufe oder nicht? Das, glaube ich, ist durchaus auch immer wieder eine Frage. Ist das nur so eine Räuberpistole von Paranoikern, dass das was Schlimmes wäre, dass Daten gespeichert sind? Wo ist überhaupt das ein Problem? Und solange wir noch die Möglichkeit haben, Blogs zu gründen, so viel wir wollen, und eigene Chatrooms aufzumachen, dann kann es uns doch eigentlich auch egal sein, wie Facebook das organisiert. Dann ist es doch letztendlich unsere Wahl. Also insofern denke ich schon, ist nochmal die Frage, müssen wir bestimmte Plattformen regulieren oder können wir nicht einfach wie früher eine Gegenöffentlichkeit starten? Und wenn wir die regulieren müssen, warum eigentlich genau? Also was ist das Problem, was davon ausgeht? Gut, das war jetzt nochmal so eine zusammenfassende Frage, die ich hiermit aufnehmen wollte. Jetzt würde ich nochmal gerne 3, 4 Leute, es gibt gut schon wieder neue Meldungen, aber Sie waren jetzt dran. Und dann. Ich bin Thomas Birk, ich bin Sprecher für Verwaltungsmodernisierung von den Grünen hier im Abgeordnetenhaus in Berlin. Bin auch Mitglied in dem neuen Ausschuss für digitale Verwaltung und Datenschutz und Informationsfreiheit. Mir kommt, auch wenn er immer wieder erwähnt wird, der Staat ein bisschen zu wenig vor in euren Diskussionen. Also zur digitalen Gesellschaft gehört für mich der Staat schon dazu und nicht nur, wenn er Diktatur ist und nicht nur, wenn er Regeln macht für die Bürger und die Privatwirtschaft, sondern selber Player ist. Und ich glaube, das hat der Staat zwar noch nicht ganz kapiert, aber er wird demnächst, glaube ich, ein ganz Big Player sein. Nicht nur der Staat, sondern die Staaten, die öffentliche Hand insgesamt. Ich habe ja schon 6 Jahre im Ausschuss Verwaltungsmodernisierung und Netzpolitik verfolgt und natürlich hat die Politik ganz lange das Thema verschlafen. Jetzt, wo sie aber selber ein großer Player werden muss, weil es einfach die Herausforderung ist, jetzt müssen sie sich doch ganz schnell Regeln geben, auch selber, die dann auch natürlich für andere gelten. Und das ist nicht nur, dass also abgeschlossene Online-Dienste ins Netz gestellt werden müssen, die dann auch genutzt werden, wie man da mit den Daten umgeht, sondern die öffentliche Hand kann ja selber, wenn sie es möchte, diese Profilbildung auch erstellen. Also das ist in Großbritannien zum Beispiel schon viel weiter fortgeschritten als bei uns. Wir waren im Ausschuss in London und da ist ganz selbstverständlich, dass wenn ein Bürger sich zum Beispiel an eine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft wendet und seine Daten preisgibt, dass die einmal fragen, genehmigen Sie auch, dass wir die Daten weiterverwenden für alles andere, was hier im öffentlichen Dienst passiert. Und wenn man dann einmal Ja sagt, dann sind die Daten, alles, was man da auch, ob die Waschmaschine kaputt ist, ist dann einfach registriert, kann jeder drauf zurückgreifen. Da haben wir natürlich alle mit dem offenen Mund gesessen, als deutsche Politiker haben gesagt, das geht in Deutschland gar nicht, aber wer weiß, wo es sich hin entwickelt, weil es praktisch ist, weil es einfacher ist und die niedersächsische Polizei ist jetzt auch schon bei Facebook unterwegs und geriert da eben auch Fahndungsdaten und wir werden ja auch erleben, dass die öffentliche Hand selber auf Facebook und anderen Social Media unterwegs ist und muss sich dafür Regeln geben. Und ich glaube, wenn das im Prozess fortgeschritten ist, wird der Staat auch sehr viel stärker darüber nachdenken, was die Privatwirtschaft, was die Bürger als solche für Regeln brauchen, weil sie sich selber eben als
Player im System verhalten müssen und diese Regeln sich geben müssen. Und deswegen glaube ich, dass wir da auch stark darauf Einfluss nehmen müssen, wie diese Regeln aussieht, die der Staat sich selber gibt. Denn das wird sich auch dann auf die gesamte Gesellschaft übertragen. Ralf? Noch eine kleine Anmerkung zu dieser These von Jeanette, dass die digitalen Medien und die sozialen Medien nicht das Verhältnis von Regelsetzenden und den verändern, die ihnen unterworfen sind. Es macht ja durchaus Sinn, dass in einer Demokratie politische Entscheidungsgewalt, nennen es Regelbefugnis, gekoppelt ist an Amt und Mandat. Also an ein demokratisches Legitimationsverfahren. Wir hatten gestern eine Debatte im Rahmen unserer Inlandsplanungsklausur, da fiel der Satz, nichts ist so repräsentativ wie die repräsentative Demokratie. Also der Grad der Repräsentativität von allgemeinen Wahlen ist in aller Regel sehr viel höher als der von irgendwelchen plebiszitären, sagen, Entscheidungen. Aber, wie Konstantin sagt, das Netz erweitert natürlich den politischen Raum dennoch und schafft insofern auch Voraussetzungen für eine stärkere Einmischung plebiszitärer Elemente auch in Entscheidungsverfahren, weil es natürlich den Grad an Information und an Debatte enorm vergrößert. Also insofern würde ich schon sagen, da verschiebt sich doch wahrscheinlich auf längere Sicht was. Und was jetzt in diesen Teilhabeansprüchen sich artikuliert, geht auf eine sehr viel tiefere politisch-kulturelle Veränderung ab, in denen den Parteien ihr Politikmonopol zunehmend abgestritten wird. Und dafür sind diese sozialen Medien eine Ausdrucksform. Ich hatte mich aber eigentlich wegen einer richtigen Frage gemeldet, nämlich wie ihr diese Form von Internet-Guerilla beurteilt, wie sie durch Anonymous und andere Hacker-Szenen praktiziert werden. Das ist ja eine Form von digitaler Selbstjustiz, die da stattfindet. Man kann es auch noch schärfer formulieren von digitalem Vandalismus. Und ich finde es naiv, das so zu heroisieren als eine per se progressive Geschichte, wie das oft in der Szene geschieht. Also die Internet-Guerilla gegen die Medienmacht und die großen Konzerne, die das Netz monopolisieren. Wenn man jetzt zum Beispiel die aktuelle Auseinandersetzung, die heute stattfindet in den USA nimmt. Das FBI macht eine Razzia, legt eine Website still, die offenbar ein Geschäftsmodell repräsentiert, dass da geklautes Datenmaterial verkauft wird gegen eine Flatrate. Also ich würde sagen, kriminelles Unternehmensmodell. Und die Netzszene solidarisiert sich und beginnt dann einen Rachefeldzug, wo dann nicht nur vorübergehend die Seiten von FBI, sondern alle möglichen Websites stillgelegt werden. Wie beurteilt ihr dieses Phänomen? Ja, mein Name ist Christine Dörner und ich arbeite seit 30 Jahren in der Branche, über die Sie gerade reden. Und ich möchte eigentlich zu ein bisschen mehr Gelassenheit mahnen. Ich habe ganz viele Prophezeiungen gesehen. Die erste, an die ich mich erinnere, das papierlose Büro von Siemens, Ende der 70er, Anfang der 80er, ist niemals eingetreten. Es wird so viel Papier gedruckt wie noch nie. Haben wir mit Schreibmaschine gar nicht so viel schreiben können, wie wir heute drucken können. Es hat viele, viele solcher Beispiele gegeben. Ich will die jetzt gar nicht aufzählen. Und deswegen an Jeanette Hoffmann. Wenn man heute hingeht und sich anguckt, was im Einzelnen sich versucht, auf diesen Märkten zu materialisieren oder als Geschäftsmodell sich zu entwickeln, dann muss man sagen, wir stehen ganz, ganz am Anfang. Wir werden ganz viele Geschäftsmodelle scheitern sehen. Und wenn man heute hingeht und sagt, die Tatsache, dass wir nicht mehr die Eigentumsrechte an bestimmten Sachen haben, sondern nur noch Lizenzrechte, dann sage ich, das ist in bestimmten Sachen sinnvoll. Wie ein Schutzprogramm, da
brauche ich kein Eigentumsrecht. Nach einem halben Jahr ohne Update ist das gegenstandslos. Ein Buch, das kann ich nach 30 Jahren noch anfassen, noch mal lesen. Und wir werden ganz viele solche neue Entwicklungen sehen, aber auch ganz viele Modelle scheitern sehen. Und deshalb, also meine Überlegung, bisschen, sag ich mal, die Bedenken rausnehmen aus der Sache, laufen lassen, aus der Vergangenheit sehen, dass ganz viele Sachen scheitern werden und nur da zu regulieren, wo man wirklich regulieren muss. Denn ansonsten, wenn man immer in dieser, Mischung stehen bleibt von auf der einen Seite, man ist fasziniert von der Technologie und auf der anderen Seite, man sieht ganz, ganz viele, Risiken auch in dieser Technologie, dann wird man so nicht weiterkommen. Bisschen zurückgehen, Abstand nehmen und dann ein bisschen mit klarerem Blick drauf gucken. So, insofern vielleicht als Schlusswort, digitale Gesellschaft, ein schlechter Begriff, verkürzt den Gesellschaftsbegriff auf das Digitale. Verkürzt den Gesellschaftsbegriff auf das Digitale. Deswegen gefällt mir der Begriff nicht digitale Gesellschaft. Meine Frage bezieht sich auf Internetnutzung und Partizipation und Steuerung. Ich weiß nicht, ob ich Internet abhängig bin. Ich benutze 3 bis 4 Stunden pro Tag, lese Nachrichten und weltweit. Ich kaufe alle Waren über Internet. Ich buche meine Flüge über das Selbst-Check-in. Bootkarte mache ich über Internet. Das sind die für mich große Fortschritte zur Zeit durch Internetanwendung. Ich bin sehr oft in Asien, vor allem in Fernost, Japan, Korea, Taiwan, Singapur und so weiter. Aber da ist mehr entwickelt in dieser Richtung als in Deutschland. Zum Beispiel, wenn ich Termin haben will zum Arzt. 24 Stunden können Sie einloggen, Termin selber holen. Wenn Sie zu Rechtsanwalt gehen will, auch genauso. Ne? Das ist nur ein Beispiel. Zu Bank auch genauso alle. Aber in Deutschland, soweit ist noch nicht entwickelt. Soweit ich weiß. Woran liegt das? Liegt daran, dass Sie haben gesagt, dass 99% jüngere Leute unter 18 haben Zugang zu Netz. Aber wie sind die veraltete Gesellschaft? Die älteren Menschen, ob die überhaupt Zugang haben oder die sowas möglich ist, anwenden. Und liegt daran deswegen noch nicht so weit entwickelt, diese Anwendung? Oder Datenschutzvorschriften bieten diese Anwendungen? Das möchte ich wissen. Noch allgemeine Frage, ich weiß nicht, ob Sie antworten können. Ich habe noch Heidelberg-Stiftung in Facebook noch nicht gefunden. Schon, ja? Okay, das war. Danke. Wilfried, dich auch noch? Ja, Wilfried Meyer, mir geht es auch noch mal um das Thema politischer Raum und Internet. Ich beziehe mich da jetzt einfach ein bisschen auf die persönlichen Erfahrungen unterschiedlicher politischer Diskussionstypen, die man so im Laufe seines Lebens gemacht hat. Unter dem Gesichtspunkt deliberativer Diskussionen, finde ich, ist das Internet keineswegs besonders ideal. Wenn ich also zum Beispiel Parteiforen verfolge, da gibt es sozusagen Beiträge, wo einer auf den anderen folgt, die nie eine Entwicklung haben, sondern die irgendwann absterben. Also, und das ist was völlig anderes beispielsweise als eine Diskussion unter Anwesenden. Also sei es eine Fraktionssitzung, sei es eine Parlamentssitzung, sei es aber auch irgendeine Kreisverbandssitzung oder aber auch irgendeine andere Form von Versammlungsdemokratie, wo immer das Argument sich auf das andere nicht nur beziehen muss, sondern auch immer die Dabeisitzenden als Stillurteilende im Raum eine Rolle spielen und wo sich die Autorität eines Arguments bildet und auf eine Entscheidung hin auch diese Autorität sich bildet. Das alles passiert im Internet nicht, sondern jeder Beitrag ist sozusagen wieder ganz
sozusagen aus dem Ursprung der jeweiligen Individualität kommt er raus und wie er sich aber zu dem anderen fügt und ob sich da eine öffentliche Meinung zu bildet, das ist für den Einzelbeitragenden kaum abschätzbar. Und darum ist da eine besondere Form von politischer Kommunikation, der ein wesentliches Moment des Politischen fehlt. Nämlich das Moment der Bildung von Mehrheiten und von Macht. Macht im Sinne von Zusammengehen. Und wir bilden jetzt diese Gemeinsamkeit, die dies und das will. Das passiert dabei nicht. Sondern es sind ganz viele individuelle einzelne Beiträge. Und Jeanette hat, glaube ich, recht darin, diese Machtbildung im Sinne von Meinungsmachtbildung, die musste in der Arabischen Revolution nicht passieren, weil die sozusagen in den Köpfen überall schon da war. Da hat es einen organisatorischen Zusammenfügung gegeben und ein Beispiel, das dann per YouTube gebracht worden ist und so weiter. Und ich glaube aber auch, dass Ralf recht hat, dass trotzdem die Autorität der Parteien und die Autorität der Parlamente untergraben wird, obwohl sie das deliberativ bessere Organ sind, wenn es nicht gelingt, dass die Parteien selber sozusagen präsent sind innerhalb dieser Internetkommunikation beziehungsweise sich Instrumente und Möglichkeiten schaffen, Sensibilitäten schaffen, aufzunehmen, was da läuft, ohne sich sozusagen davon richtig abhängig zu machen. Es kommt in gewisser Weise darauf hin, gelingt es einer politischen Partei, gelingt es politischen Strömungen, gelingt es Regierungen, Autorität im Internet zu gewinnen. Und Autorität gewinnt man nur durch Kommunikation. Aber es muss eine dafür ist bisher noch kein Instrument entwickelt worden. Ob das irgendwie irgendwo schon mal gelungen ist, dass eine Partei oder eine Person oder so in dieser Form Autorität gewonnen hat im Internet. Ich möchte daran noch eine Frage aus dem Livestream, die da sehr gut noch dazu passt, die das nämlich genau von der anderen Seite aussieht, ist nicht die Tatsache, dass wir partizipieren können an Meinungsbildung über unsere Beiträge, die wir im Netz bringen können und darüber, dass jeder die Möglichkeit hat, seine Meinungen zu bringen und die auch wahrgenommen werden, ist dadurch nicht diese Form von Politik, in der es darum ging, Koalitionen zu bilden, Macht zu bilden, ist die nicht eigentlich überholt? Also das ist hier die Frage. Wenn die Bürger stärker partizipieren, ist das nicht eine Veränderung dahin, dass es tatsächlich um die jeweiligen Entscheidungen und Meinungen geht und sowas Traditionelles wie Koalitionen abgelöst werden? Das wäre eher die Sichtweise, darin auch eine Chance für eine veränderte Politik zu sehen, während du ja mehr darauf hingewiesen hast, dass diese Form von Kommunikation, die wir in einem Raum haben, wo wir einander zuhören und uns gegenseitig wahrnehmen können, dass die eben nochmal ganz andere Qualitäten hat als die Partizipation, die über das Medium Internet möglich ist. Gut, damit gebe ich jetzt nochmal an euch beide. Also ich reagiere jetzt nur selektiv auf alles kann man ja ohnehin nicht abdecken. Die zwei Punkte von Ralf: untergräbt das Internet die Parteienfunktion? Also ich glaube, dass unabhängig vom Internet, das ja schon seit einer Weile so ist, dass NGOs, Bürgerbewegungen aller Art in Ergänzung zu Parteien auf die politische Willensbildung Einfluss nehmen. Das ist auch ohne das Internet schon der Fall gewesen. Und man wird vermutlich konstatieren können, dass gerade im Bereich Netzpolitik nicht parteiförmige Organisationen generell eine große Meinungsführerschaft haben im Vergleich zu Parteien. Parteien sind da nicht, ich sag mal jetzt, vorne an, wenn es da um Meinungsbildung geht. Aber andererseits, dass die Piraten sich als Partei formieren, zeigt, dass die Parteien offenbar nicht völlig ausgedient haben im Bereich Aggregierung von politischen Positionen. Gleichwohl würde ich sagen, dass das immer auch ein elitäres Projekt bleibt. Ich habe so gedacht an die Kampagnen der letzten Jahre, sagen wir gegen Zensur Sulla oder sowas, die sind ja durchaus erfolgreich gewesen. Aber wenn man sich anguckt, wie viele Leute da beteiligt gewesen sind, muss man sagen, man muss solche
solche neuen Organisationsformen immer auch unter dem Gesichtspunkt Einschluss und Ausschluss betrachten. Wie viele Leute werden hierdurch integriert, die durch die herkömmliche politische Willensbildung, sagen wir, außen vor bleiben, aber wie viele Leute bleiben dadurch auch ausgeschlossen? Und dann ist einfach die Bilanz vielleicht nicht so gut, wie sie häufig von denen, die dadurch artikulationsfähig werden, dargestellt werden. Das, denke ich, sollte man immer bedenken. Das zu dem ersten Punkt. Dann zu der Frage des Vandalismus, die finde ich etwas schwieriger zu beantworten. Ich würde einmal sagen, dass es natürlich immer auch eine, ich sag mal, kulturelle Zuschreibung ist. Wenn Regierungen sowas machen, dann ist es eine staatliche Maßnahme, vielleicht mehrheitlich von nicht demokratisch organisierten Staaten, aber neuerdings auch häufiger von den USA. Da reden wir nicht von Vandalismus, sondern weil wir das Gewaltmonopol haben, sind es eben, wenn die Bürger, die da vandalieren. Wie kann man doch klagen? Ich sage nur, dass es auch eine kulturelle Zuschreibung ist. Persönlich muss ich sagen, bin ich häufig amüsiert, aber theoretisch finde ich es natürlich nicht gut. Das würde ich. Aber. Eins sollte man vielleicht noch hinzufügen. Gelegentlich führen solche Maßnahmen ja auch dazu, dass bestehende Sicherheitslücken in der, sag mal, Informationsarchitektur von großen Geheimdiensten etc. auf diese Weise in peinlicher Weise ans Tageslicht kommen. Insofern hat es dann unter Umständen auch einen positiven Effekt. Das war Punkt 1. Und dann wollte ich... ich lasse es dabei erstmal. Ja. Also daran anknüpfend vielleicht, also diese Heroisierung hat natürlich viel mit so einer Underdog gegen den Mächtigen, gegen Robin Hood, ja, ich klaue die Daten und verteile sie unter den Armen, zu tun. Ja, die Anmutung hat es ja so ein bisschen. Ich glaube, dass da tatsächlich so eine gesamtgesellschaftliche Frustration auch mit einhergeht, ohne das zu überladen. Aber nach dem 11. September, es ist ja faktisch so, haben alle Dinge, die der Staat so im Geheimen macht, im Grunde in so einer massiven Art und Weise angezogen. So viel mehr Dinge werden geheim gestempelt, passieren im Untransparenten, ja, also dieses Kontrollgremium, was wir im Bundestag haben, von dem derjenige, der für uns da sitzt, kein Sterbenswörtchen berichten kann und so, ja, passiert außerhalb demokratischer Kontroll- und Legitimationsmechanismen. Das ist ein Problem, ja. Das ist ein Problem und das frustriert die Leute. Und da kann man sogar, also braucht man gar nicht 11. September, aber ich finde, es ist doch wirklich ein unfassbarer Skandal und darüber kann ich mich wirklich echauffieren, dass bei dem jetzt wieder aufgelegten Buback-Prozess, ja, der 30 Jahre ist dieser Mord her, und es ist nicht möglich, alle Akten auf den Tisch zu legen, die mit dieser Straftat zusammenhängen. Da ist ein Bruder, der nach Aufklärung sich sehnt und es ist mit Händen zu greifen und der Staat sitzt auf geheimgestempelten Akten und sagt, nee, also ich sag euch mal, die tatsächlichen politischen Lebensbezüge, in denen ihr euch bewegt habt, wir werden sie euch zu Lebzeiten nicht erzählen. Und das ist doch irgendwie ein unfassbarer Zustand. Das hat nichts damit zu tun, dass natürlich diese ganze Geschichte mit den Diplomaten-Files und so der absolute Super-GAU war, weil natürlich genau das sich erfüllt hat, was alle am Anfang befürchtet haben, nämlich dass die Vertrauens- und Schutzpflichten, die mit so einer Informationsmacht einhergehen, ganz offenbar auch aufgrund von persönlichen Eitelkeiten und allen möglichen anderen Dingen nicht gewahrt wurden. Und deswegen sehe ich durchaus auch die Abgründigkeit. Aber ich finde, es korrespondiert sozusagen mit einer gesellschaftlichen Entwicklung. Zu Winfried und dieser Live-Geschichte. Also natürlich ist ja erstaunlich, nicht, muss man immer wieder sagen, an einem Freitagabend, hier sitzen 70 Leute im Saal, viele hätten vielleicht auch was anderes machen können heute Abend oder sich das Ganze im Stream angucken, beim Rotwein und warmen Füßen zu Hause und trotzdem ist man hier. Jetzt unterstellst du ja praktisch... Bitte? Hier gibt es zum Glück auch noch Rotwein. Aber jetzt unterstellst du ja praktisch, um an diesem, an der politischen Entwicklung, auch wenn man es eben mitbekommt, teilzuhaben. Und da ist wahrscheinlich sogar viel Wahres dran, dass das den Reiz von Live-Politik-Veranstaltungen ausmacht. Aber trotzdem nicht. Das Fernsehen hat alles verändert.
Ich habe neulich mal die lustige Erfahrung gemacht, dass ich mache das ja auch noch nicht so lange, diese Politik in der Form, ganz kurz in der Tagesschau war. Es haben mich 100.000 Menschen angesprochen darauf und mir ist bewusst geworden, dass politische Wahrnehmung vor allen Dingen über das Fernsehen funktioniert. Ich kann 1.000 Millionen noch so kluge und schöne Presseerklärungen rausgeben und so, aber wenn du einmal in der Tagesschau erscheinst oder noch besser bei Wetten, dass in die Kamera winkst, dann haben dich alle gesehen, ja. Und das ist eben auch eine Wahrheit und ein Mechanismus in der Demokratie, in der wir uns bewegen, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, da ist das alles kein Ersatz, ja, aber es ist eben eine Ergänzung der politischen Meinungsbildungsmechanismen, in denen wir uns bewegen, nicht? Und nicht, es ist kein Zufall, dass eben praktisch als Ersatzhandlung am Sonntagabend Sabine Christiansen, Anne Will und jetzt Jauch alle sozusagen unter der tiefsten Empörung aller der Leute, die sich das angucken, da politisch in einer Ersatzvornahme irgendwie miteinander diskutieren. Und trotzdem ist es was Wichtiges, was da passiert, also auch schon in der Wahrnehmung und Reflexion über unsere Demokratie. So, jetzt muss ich ganz kurz noch die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, anstoßen. Also einmal die Frage, Sie sind natürlich vor 4-5 Jahren, hätte man gesagt, ganz klarer Fall von Internetabhängigkeit, nicht? 3-4 Stunden am Tag im Internet, das ist ein Freak. Heute gibt es kaum mehr jemanden, der das nicht ist, nicht? Also alle Leute, die irgendwie an einem Computer arbeiten, sind praktisch den ganzen Tag online und insofern hat sich viel verschoben. Ich widerspreche der These, dass aufgrund dieses Generationengaps wir eben in einer überalteten Gesellschaft leben und sich das deswegen nicht verändert. Die Wahrheit ist meiner Ansicht nach, die Technik wird immer, immer niedrigschwelliger. Ja? Und gerade für eine überalterte Gesellschaft, und das sage ich, obwohl ich sehr kritisch bin gegen all diesen Heilsversprechungen, die irgendwelche Marketing-Fuzzis sich ausdenken, die jetzt versuchen zu sagen, im Internet liegt auch für unsere überalterte Gesellschaft die Antwort. Aber tatsächlich gerade für eine Gesellschaft mit einem demografischen Problem hat das Internet ganz viele Grundmechanismen, die viele Probleme auch, ich will nicht sagen lösen, aber doch helfen können, sie zu überwinden. Und ich glaube, die Technik wird immer unkomplizierter. Nicht? Ich habe noch in der Schule gelernt, Abi 91, ja, wenn du Basic nicht lernst, wirst du an der schönen zukünftigen Computerwelt nicht teilhaben können. Das hat sich auch nicht bewahrheitet. Insofern hat sich vieles nicht bewahrheitet. Das stimmt natürlich. Noch ganz kurz zu dieser Eingangsnetzfrage, die da war, bezüglich der Frage, ist das eigentlich tatsächlich, ist das nicht ein theoretisches Problem mit der Profilierung der Daten? Schon heute ist es so, also diese Schufa-Fragen, wo wohne ich, wie heiße ich, wie oft habe ich schon mal meine Telefonrechnung nicht bezahlt, das ist in Zukunft sozusagen der Mechanismus, mit dem der vor jedem Vertragsabschluss stattfinden wird. Und natürlich werden Versicherungen gucken, was sie an Informationen mal schnell abgreifen von den Leuten, rauchen die oder fahren die Snowboard oder hat er ständig geschrieben, wie oft er krank ist bei Facebook oder so, um die Menschen mal so richtig einzustufen und da den richtigen Tarif abzufragen. Das passiert schon heute und das wird zunehmen von Arbeitgebern, die sich im Internet informieren über die Menschen, die sie einstellen, mal ganz abgesehen. Das passiert auch schon heute und die Arbeitgeberseite strickt sehr eifrig mit härtestem Lobbyismus dafür, dass das institutionalisiert wird. Ja, also dass das sozusagen zur rechtschaffenden Einordnung eines Menschen und zur ordnungsgemäßen Beurteilung geradezu Pflicht wird, abzufragen, ob sich dieser Mensch integer verhalten hat und dafür eben auch zu gucken, was im Internet los ist. Ich weiß nicht mehr, wer es gefragt hat, mit der kulturellen Entwicklung des Datenschutzes, also ob das alles lockerer wird. Ich stelle mal folgende These in den Raum. Weil das alles so läuft, könnte ich mir gut vorstellen, dass diese deutsche Paranoia, was Daten angeht, die Meinungshoheit insgesamt erhält. Ja, also dass sozusagen diese Skepsis gegenüber der persönlichen Datenverarbeitung, die in Deutschland kulturell bedingt, historisch und kulturell bedingt, höher ist als in anderen Ländern, das ist unbestritten so, dass das, wenn man die Entwicklung, die im Augenblick passiert, weiterdenkt, dass das durchaus dazu führen kann, dass das ein Allgemeingut wird und dass das Bewusstsein für Datenschutz
eine große Bedeutung erlangen wird. Und dass, wenn wir in Deutschland eben diese ganzen Fragen Privacy by Design, also was für Möglichkeiten gibt es für technischen Datenschutz und so weiter, wenn wir da gewisse Innovationen voranbringen und so, dass das durchaus ein Erfolgsrezept für morgen sein kann. Nur weil man immer sagt, die Amis sind so locker. Ich erlebe das immer so, wenn die erstmal ein Problem erkannt haben, dann werden sie fundamentalistischer als alle anderen. Und deswegen, wenn diese Frage der Vorherbestimmbarkeit oder der Ausrechenbarkeit, der mathematischen Ausrechenbarkeit von Lebenswahrscheinlichkeiten und so weiter, wenn das erstmal so richtig das kollektive Bewusstsein durchdrungen hat, wird auch die Sensibilität für Datenschutz in den USA sich massiv erhöhen. Gut, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde unserer vorgesehenen Zeit und drei Wortmeldungen, alle auf der rechten Seite. Und Sie vielleicht noch dann ganz kurz. Eva Bell, ich habe eine Wahrnehmung und zwei Fragen. Das eine ist die Wahrnehmung, ich denke, es ist eine riesige Lernherausforderung, vor der wir stehen, bis in den Alltag hinein. Wir können also nicht nur unsere Bücher jetzt im Internet kaufen, unsere Reisen buchen oder was da noch alles vorhin auch gesagt wurde. Der Konsum wird maßgeblich davon bestimmt. Das kann man lernen. Wir haben auch gelernt, mit dem Auto umzugehen. Gut, da musste man einen Führerschein machen, das müssen wir jetzt hier nicht. Es gibt aber ein paar Phänomene dabei, die man, glaube ich, so einfach nicht lernen kann. Das eine ist die Internationalisierung. Damit kommt man, glaube ich, ganz schlecht zurecht, dass man auf einmal sich die Welt in den Kühlschrank holt oder auch mit allen möglichen über die Welt verteilt auf einmal Verträge abschließt und bis hin zur Rechtsverfolgung, die dann ganz schwierig wird für jeden Einzelnen. Das Zweite ist, es kam ein paar Mal dieses Ausforschungspotenzial, wo man gar nicht weiß, wie man sich davor schützen soll. Und das Dritte ist, dass die Augenhöhe nicht da ist. Als Einzelner individuell halt in diesem neuen System halt die Dinge so zu bestimmen, dass man die Entscheidungshoheit behält. Zwei Fragen habe ich noch aus der Diskussion. Das eine ist, wird immer so gesagt, ja, dann ist Datensparsamkeit ist passé, die Privatsphäre ist nicht mehr zu schützen. Was passiert eigentlich, wenn die Privatsphäre verletzt ist? Was sind eigentlich die Langzeitfolgen daraus? Wie wird das gesehen? Und die zweite Frage, da wurde gesagt, Beteiligung wird mehr. Es wurde aber auch gesagt, es bildet sich eine neue politische Klasse. Junge Männer waren da hauptsächlich im Fokus. Und ich habe mich gefragt, wenn die an Beteiligungsmöglichkeiten mehr Einfluss darüber auch bekommen, lässt dann der Einfluss der Frauen, der sich ja in den letzten Jahrzehnten erst mühsam erkämpft worden ist, parallel dazu nach, weil meine Wahrnehmung zum Beispiel in einigen Blogs ist, auch wenn man mal Zeitungsartikel, die Kommentarfunktionen durchguckt, es sind 80-90% männliche Wesen, die sich da äußern. Ist eine Wahrnehmung, muss nicht sein, vielleicht habt ihr Zeit. Ja, mein Name ist Angelin Schilliko und da kam ein Aspekt noch ein bisschen zu kurz, und zwar der Aspekt der Desinformation und der Meinungskanalisation. Und wir haben heute sehr viele positive Beispiele gehört, wie ganze Völker aufstehen, mit Facebooks organisiert. Meine Desinformation von Staaten, die kennen wir schon lange, in Chile haben $100,000 genügt, um den Staat zu stürzen. Das wird jetzt im Internet voraussichtlich massiv passieren, nicht nur in China, dass Einfluss genommen wird auf Meinung. Aber ich meine jetzt heute noch speziell auch den Einfluss von großen Unternehmen auf die Meinungskanalisation. Wenn wir jetzt ein Wort googeln und informieren, dann bekommen wir gesagt, wie die Meinung dazu ist. Wikipedia durchaus auch mit dabei. Und meine Frage ist, wie will die Politik sich dagegen stemmen, dass Meinungen auch gemacht werden von den Meinungsmachern, und es sind nun mal jetzt die großen Konzerne, Google und Co. Und was sind die Mechanismen oder die Schutzmechanismen, die die Politik sich aneignen will, um nicht von irgendwelchen scheinbaren Volkswellen erschlagen zu werden, der Meinung, die ja auch daher generiert wird, dass die Meinung zu dieser Meinung schon mal kanalisiert worden ist von gewissen Interessengruppen. Und das ist ja die Frage, wie die Politik damit umgehen will in Zukunft. Ja, mein Name ist Ralf Bendrath. Ich wollte nochmal kurz auf die Facebook-Sachen eingehen. Konstantin, du hattest vorhin so quasi schon entrüstet gesagt, natürlich bleiben die Grünen auf Facebook. Also ich finde das schon etwas kritisch. Das ist zumindest die Argumente, die aus Kiel kommen, von Thilo Weichert und sowas, sind ja nicht so ganz von der Hand zu weisen. Und das ist einfach
ein Unternehmen, was Sachen mit meinen Daten macht, die ich zumindest nicht gutheiße und wo auch Leute sagen, das verstößt auch gegen deutsches und europäisches Datenschutzrecht. Natürlich steckt dahinter, und ich habe die Diskussion in Schleswig-Holstein auch ein bisschen verfolgt, dass natürlich das ein riesen Kommunikationskanal ist und alle anderen sind auch auf Facebook und wenn man da mitkommunizieren will, muss man halt auch dahin. So, das verweist aber auf ein ganz anderes Problem. Das verweist darauf, dass man eigentlich in dem Bereich ganz neue Regulierungsansätze braucht, ne? Und sozusagen normales Datenschutzgesetz da auch nicht mal unbedingt greift. Die EU-Kommission, also ich arbeite in Brüssel für Jan-Philipp Albrecht, die EU-Kommission wird ja nächste Woche dieses neue Datenschutzreformpaket vorstellen und in den Entwürfen stand zum Beispiel schon drin, dass man als Nutzer von so einer Plattform auch das Recht kriegen soll, seine Daten daraus wieder wegzunehmen in einem standardisierten Format und die auf eine andere Plattform dann umzuziehen. Das ist schon mal ein sehr guter Ansatz, reicht natürlich nicht, wenn meine ganzen Freunde weiterhin auf Facebook bleiben. Das heißt, eigentlich braucht man da Ansätze von Netzregulierung, wie man sie auch im Bereich Telefonnetze und Ähnliches hat, um diese Netzwerkexternalitäten von solchen Plattformen in den Griff zu kriegen. Und das hieße dann eigentlich sowas wie Universal Service Regelungen und Ähnliches. Also wie man es bei Mail ja auch hat. Jeder Mail-Server kann auch mit jedem anderen Mail-Server sprechen, weil es eben auf einem Protokoll basiert und nicht auf einer Plattform. So, das ist sozusagen ein sehr komplexes Thema, ist auch nicht so ganz leicht zu vermitteln, aber verweist eben darauf, dass wir auch andere Steuerungsmechanismen hier brauchen, auch politisch. In dem Kontext vielleicht noch ganz kurz die Frage, die Malte vorhin angerissen hatte, die so ein bisschen hier zurückgewiesen wurde, ich weiß nicht mehr von wem, nach den Fahrtabhängigkeiten. Ja, ich glaube, du hast dann gesagt, nee, man kann ja auch alles wieder zurückholen und auch später nochmal anders regeln und sowas. Da wäre schon noch mal eine Frage, ist das wirklich überall so oder gibt es nicht zum Beispiel in dem Bereich, den Malte genannt hatte, Netzneutralität, wenn da einmal was aufgemacht wird, ist es dann nicht vorbei? Oder wenn wir einmal die Vorratsdatenspeicherung für Telekommunikation zulassen, ist dann nicht der Damm offen und woanders kriegen wir es auch nicht mehr verhindert? Sie wollten auch noch eine kurze Frage anschließen. Ich würde mich gerne noch vorher dieser Facebook-Frage anschließen. Wie kommt das, dass jetzt auch Ralf Füchs für die Böll-Stiftung sofort entrüstet? Natürlich sind wir auf Facebook. Ist das inzwischen Ausweis dafür, dass man irgendwie auf der Höhe der Zeit ist, dass man mitmacht? Warum, ich finde es befremdlich, warum wird das zu einem positiven Aspekt für Grüne und warum ist es nicht so, dass wir diese Privatisierung von Öffentlichkeit, die das ja ganz klar bedeutet, der was entgegensetzen durch eine eigene Form von Öffentlichkeit, selbst wenn da dann nicht alle sind. Aber die Fahne hochzuhalten, nein, ich nicht. Ich verweigere das und denke, dass es auch anders gehen muss. Ja gut, über die verfüge ich jetzt nicht. Nein, die Tatsache, die faktisch, ich meine, ich habe auch nie die Bild-Zeitung gekauft, bloß weil Millionen die gekauft haben. Ich denke, das kann nicht der Zwang sein, weil es das gibt und weil das so viele Leute, also so und so viele Millionen können nicht irren. Das kann doch eigentlich nicht das Argument sein. Und wieso ist das so unproblematisch, dass dass man sich dem dann unterwirft und hofft, dass es vielleicht doch mal irgendeine Form von Regulierung gibt. Das scheint mir auch keineswegs klar zu sein. Ich würde jetzt gerne für die Abschluss... Entschuldigung, ich hatte mich hier dazwischen gesetzt. Wollten Sie jetzt noch eine kurze Sache? Ja, ich weiß. Wenn's kurz geht... Wenn es nicht kurz geht, dann... Das eine geht kurz. Ich wollte nur mal mich erkundigen nach diesem Elena-Projekt, welchen Status es hat, weil da anscheinend eine riesige Ressource nutzlos rumliegt, soweit ich jetzt... Okay. Naja, das andere, wenn jetzt die wäre Zeit... Wäre jetzt noch mal ein neues Fass aufgemacht, ja. Das glaube ich, schaffen wir jetzt nicht. Das andere ist halt eine Frage, das halt Internet irgendwie als ein Werkzeug zu begreifen, mit dem man halt kooperative, kommunikative... Dinge tut und den Mensch als System, das für Kleingruppen selektiert ist sozusagen und die Kompatibilität mit uns als Kleingruppenwesen und diesen Systemen muss halt hergestellt werden und wenn das gut klappt, dann ist alles okay und wenn nicht, dann nicht. Gut, für die Abschlussstatements wünsche ich mir noch, wenn es möglich ist, nochmal so eine Duftnote zu setzen. Was sind eigentlich genau die Punkte, die jetzt auch politisch
in einer Entscheidung stehen, wo es das eine ist, was wir hier machen, dieses Abwägen, wo können wir überhaupt uns einmischen, wo können wir gar nicht absehen, was passiert und so weiter. Aber was sind denn die Dinge, die tatsächlich, wo wir eine politische Position zu einnehmen müssen, weil sie zur Entscheidung anstehen, denen wir uns, wo wir nicht einfach nur abwarten und zugucken können. Gibt es diese Punkte ja sicherlich und was sind vielleicht, dass man das nochmal am Schluss mit auf den Weg gibt, das fände ich ganz wichtig. Okay, ich habe schon alles aufgeschrieben. Ich fange mal mit Eva Well an, Langzeitfolgen von Verletzung der Privatsphäre. Das können wir natürlich nicht wissen, weil wir nicht wissen, wie sich die ganze Datenschutzregelung künftig ändern wird. Insofern, das ist, glaube ich, eine offene Frage. Was die Rolle der Frauen anbelangt, es ist tatsächlich so, dass relativ wenig Frauen im Feld Netzpolitik unterwegs sind. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändert. Zum Teil ist das ja auch so, dass wenn sich ein Politikfeld etabliert hat, dann auch die Akteure, die sich da tummeln, ein wenig diverser werden. Aber im Moment ist das eindeutig ein Problem. Auch wenn ich sagen muss, dass ich davon individuell häufig als Token Woman profitiert habe. Was macht die Politik gegen Meinungsmanipulation? Ich glaube, dass das im Internet ehrlich gesagt weniger ein Problem ist als in der traditionellen Presse, weil es eben nicht nur eine Ressource gibt, über die man sich informiert, sondern in der Regel ja man sehr viele verschiedene Kanäle anzapfen kann. Und von daher wird das Problem eher darin liegen, Leute dazu zu bringen, nicht nur einer Quelle zu vertrauen, sondern auf viele zurückzugreifen. Und die Leute, die viel Zeit haben, die tun das auch und andere tun das nicht. Aber das hoffe ich, dass das eine Kompetenzfrage ist, die sich im Laufe der Zeit auch, dass sich die Kompetenz zur Nutzung mehr rumspricht, als das in den ersten Jahren der Fall gewesen ist. Nun zu den Fragen von Ralf. Kann man das mit Datenschutz überhaupt einfangen? Ich denke, dass das so Querschnittsthemen sind, wo Konsumentenschutz auch eine große Rolle spielen wird und dass wir generell Regeln brauchen, die Unternehmen, die eben von diesem wirtschaftlichen Modell, ich biete umsonst oder ich biete bezahlungsfrei an und greife dafür Daten ab und verkaufe Profile, dass wir die zu mehr Transparenz zwingen müssen in Zukunft, dass Bürger einfach das Recht haben müssen, zu sehen, was die über uns besitzen und dass wir darauf auch einen gewissen Einfluss nehmen können müssen. Aber ich glaube, dass wir diesen Trend zu personalisierter Werbung, dass wir den nicht völlig stoppen werden. Ich glaube auch, dass wenn wir das völlig stoppen würden, wir möglicherweise mit dem Ergebnis nicht glücklich wären, weil wir wollen ja für sowas wie Suchmaschinen nicht bezahlen müssen. Wir sind ja froh, dass wir dafür nicht zahlen. Und wir sind auch froh, dass wir bei Facebook keine Eintrittsgebühr zahlen oder Twitter umsonst nutzen können. In gewissem Umfang setzen sich solche Bezahlmodelle ja auch durch, aber in anderen Bereichen können wir ganz froh sein, dass wir nicht zahlen müssen. Insofern, glaube ich, kann man da nur versuchen einzudämmen, aber ob wir das grundlegende Problem gelöst kriegen, da habe ich meine Zweifel. Nun, was diese Pfadabhängigkeit anbelangt, das ist natürlich eine spekulative Frage. Werden da Pflöcke eingeschlagen, die wir nie wieder wegbekommen? Ich denke immer, also mein Lieblingsbeispiel ist eben das Urheberrecht, das sich im Laufe der Zeit immer mehr ausgedehnt hat. Dann haben wir internationale Verträge und es stellt sich heraus, dass das, was eigentlich herkömmlicherweise als ein Instrument zur Befriedung der Beziehung zwischen Staaten gedacht war, ist hier so
Beton dick, dass man nie wieder davon runterkommt. Eigentumstitel, die man mal vergeben hat, scheinen nicht rückholbar zu sein. Selbst wenn es jede Menge Evidenz dafür gibt, dass die nicht sinnvoll sind, so wie sie jetzt gestaltet sind. Da könnte man denken, das spricht dafür, dass hier durchaus Pfadabhängigkeiten bestehen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass erstens viele Nutzer das Urheberrecht ja in der vorliegenden Form nicht akzeptieren. Also es da Durchsetzungsprobleme und sehr hohe Kosten gibt und auch Unternehmen anfangen, daran rumzuschrauben und zu versuchen, es irgendwie zu umgehen. Also ich bin nicht so sicher, ob man wirklich genug Daten dafür hätte zu sagen, man kommt nie wieder von Regeln runter. Was ich sagen würde, ist, dass es hilfreich ist, wenn sich Marktmacht gegen bestimmte Regelungen formiert. Wenn es genug, ich sag mal, ökonomische Entwicklungschancen gibt, die davon leben würden, dass man Regelungen wieder anders gestaltet. Nehmen wir das Beispiel Netzpolitik. Wenn die uns tatsächlich dauerhaft für den Bereich mobiles Internet verloren geht, denke ich, wird man das nicht... Netzneutralität, dann wird das, glaube ich, nur darüber wieder rückholbar sein, dass sich sozusagen gestaltungsmächtige Koalitionen für Netzneutralität bilden. Und das würde vermutlich auch Unternehmen mit einschließen, die davon profitieren, wenn sie sowas anbieten. Dann, glaube ich, ist es auch wieder rückholbar. Jetzt, was die Frage, die Simone gerade aufgeworfen hat, was sind denn die Themen, also jetzt in der konkreten Politik, die anstehen? Das große Thema, was sich in den letzten Monaten so formiert, beispielsweise auf Bundesebene, werden wir institutionalisierte Regelungskompetenz für das Internet bekommen. Das wird so oft so flapsig als Internetminister bezeichnet. Werden wir einen Internetminister bekommen? Wollen wir das haben? Ich bin nicht so sicher, ob wir das haben wollen. Ich glaube, ich bin persönlich eher dagegen, weil es eben eine Querschnittsaufgabe ist und die wird womöglich eher schwach ausgestaltet, wenn man tatsächlich so ein symbolisches Amt installiert. Aber das ist so eine Frage, die zurzeit häufig diskutiert wird. Und was wir da vermutlich sehen werden, ist, dass in verschiedenen Ministerien kleine Abteilungen oder sowas, Referate installiert werden, die für dieses Thema zuständig sind. Dann denke ich, was wir auf jeden Fall, worauf wir achten müssen, ist Stärkung von Konsumentenrechten im Internetbereich. Die Frage der Netzneutralität steht an und dann der Datenschutz natürlich auch, die Reform des Datenschutzes. Und die Frage, wird das auf europäischer Ebene so gestaltet, dass wir dann einfach nur noch implementieren, wo wir doch so stolz auf unsere Datenschutztradition sind oder das ist doch so, Ralf, oder? Oder behalten wir hier eine gewisse Gestaltungsautonomie? So, das ist von meiner Seite. Auch nochmal zu Eva, also die Frage Langzeitfolgen. Ich glaube, dass die Post-Privacy-Bewegung, die es ja gibt, ja, nämlich die Leute, die sagen, naja, Privatsphäre, das war gestern, wenn wir alle nackt sind, dann ist es auch egal, dass sich das letztlich nicht durchsetzen wird, weil es für Privatsphäre und zum Schutz von bestimmten Dingen gibt es einen guten Grund. Und ich habe versucht, das vorhin darzustellen. Ich könnte mir vorstellen, dass der kulturelle Wandel eher in die Gegenrichtung ausschlägt und man eben sagt, Datenschutz ist eigentlich eine viel wichtigere Sache noch, als wir das bisher so gesehen haben. Desinformation, Meinungsmanipulation, war schon immer auch ein Problem, hat es immer schon gegeben, ist ja auch bei der Frage von Medienmacht ein Thema, das uns auch heute noch ständig begleitet. Wer hat die Medienhoheit, wenn jetzt ein bestimmter Konzern eine bestimmte Kampagne fährt, wie sind die politisch ausgerichtet und so. Ich glaube, das ist letztlich etwas, da bringt das Netz mit seiner Wisdom of the Crowd Sache eher so ein Gegengewicht zu. Also ich fand schon bemerkenswert, dass in der ganzen Gutenberg-Geschichte die mächtigste Zeitung in Deutschland sich nicht durchgesetzt hat, sondern im Grunde das Netz. Ich will das auch nicht idealisieren oder so, aber ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert, dass da eine Gegenöffentlichkeit entstanden ist und da eine andere Schlagzahl vorgegeben hat, ob ich das nun richtig finde oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall war es so. Trotzdem ist die Manipulationsfähigkeit natürlich enorm und das nur an einem kurzen Beispiel.
unsere ganze Form der Wahrnehmung wird natürlich, wenn es monopolistische Strukturen gibt, sagen wir mal bei der Internetsuche, also bei den Toren, durch die wir durchs Internet gehen. Ja, es gibt ja eine Menge Leute, die, wenn sie auf ihre eigene Internetseite gehen, dann schreiben die nicht oben hin www.peter-müller.de, sondern die geben bei Google Peter Müller ein und dann gehen sie auf ihre Homepage. Also es gibt viele Leute, die machen alles über Google, alles, alles, alles. Und das ist natürlich und viele Journalisten übrigens auch. Und das ist natürlich entscheidend, was Google anzeigt bei den ersten Treffern. Und wenn das eben nicht neutral passiert, Suchneutralität ist das Stichwort, ja, dann hast du Manipulation und dann ist natürlich eine Form der Einflussnahme und Kontrolle über Informationen da, die hochgefährlich ist. Auch das muss man gesetzlich regeln, wie wir das in vielen anderen Bereichen tun. Ein Wort zu Elena. Gutes Beispiel für ein gescheitertes, größenwahnsinniges Datenprojekt. Nicht, man denkt sich das von staatlicher Seite, gibt es mehrere Beispiele für, immer total großartig aus, wie cool jetzt die Welt wird, wenn wir das Datenprojekt mit ein paar Millionen Euro anschieben und nachher merkt man, es wird ziemlich kompliziert und eigentlich nicht so richtig beherrschbar und jetzt werden bei Elena auch alle 2 Jahre lang relativ illegal gesammelten Daten, Gott sei Dank, gelöscht. Zu Facebook, Ralf, und auch zu dem Hinweis, warum es gut ist, dass die Böll-Stiftung bei Facebook ist. Also ich habe das jetzt, ich sage das für die Grünen als Partei und ich sage das für mich als Politiker. Ja, ich bin bei Facebook, weil es einfach billig ist für jemanden, der in der Öffentlichkeit steht und kommunizieren möchte mit den Menschen, wie die Verbraucherschutzministerin zu sagen, ich schaffe für mich selbst individuelle Gerechtigkeit und ich verlasse einfach Facebook. Und ihr, liebe Menschen, die ihr euch da drin bewegt, für euch habe ich es auch aufgegeben, gute Gesetze zu machen. Ihr könnt ja verzichten, wenn ihr wollt. So funktioniert es nicht. Also die individuelle Entscheidung respektiere ich total. Wenn Sie sagen, ich möchte nicht bei Facebook sein, toll, ja. Aber mein Anspruch, also vom, das ist ja so ein bisschen die Frage des gerechten Lebens im falschen System oder so, ja, mein politischer Anspruch ist, Facebook so zu gestalten, dass ich eben da nicht säuisch mit meinen Daten umgegangen wird, ja. Und das verlange ich von allen Menschen, die politisch unterwegs sind, dass man eben bestimmte Rahmen setzt. Und aber diesen Anspruch können Sie doch nicht nur dann durchsetzen, wenn Sie selber da Mitglied sind. Also nein. Das erwarte ich natürlich von jedem politisch aktiven Menschen, aber deshalb muss man dann ja nicht da Mitglied sein. Nein, ich sage auch nicht, das muss nicht so sein, aber ich kann es ja sozusagen als öffentliche Person, es ist ja so absurd, ich will ja gerade eine Öffentlichkeit dessen, was ich politisch mache. Für mich ist Facebook eine gute Sache, ja, weil ich will ja möglichst viel Transparenz von dem, was ich mache, was ich heute Mittag gegessen habe und was ich über Sie denke, das poste ich da nicht. Ja? Und deswegen sage ich Ihnen, da appellieren Sie bei mir jetzt an den Falschen. In Schleswig-Holstein hat der Datenschutzbeauftragte bezüglich 2 individueller Tools, wenn Sie so wollen, gesagt, dass das so nicht geht, nämlich des Fan-Buttons und des Like-Buttons und der Fan-Pages. Und da, ich will jetzt die Detail-Datenschutz-Diskussion Ihnen ersparen, gibt es gute Argumente, warum das so nicht sein darf, weil nämlich auch Nichtmitglieder von Facebook erfasst sein können. Und wenn da die betroffenen Grünen sagen, diese 2 Instrumente, die schalten wir ab, weil der Datenschutzbeauftragte das sagt, das ist eine total nachvollziehbare Entscheidung, hat aber nichts damit zu tun, dass jetzt alle Grünen Facebook verlassen müssen. Wie gesagt, ich glaube an die Verzichtsdiskussion nicht. Und dann komme ich auch zum Schluss, weil das meiner Ansicht nach die wesentliche Frage ist. Natürlich können wir uns dieser ganzen Diskussion entziehen und sagen, früher war alles besser und wie sich das entwickelt. Ich habe einen Bauchgrimm und so, mir gefällt das nicht. Aber im Grunde müssen wir doch aus so einer Gesellschaftsgestaltungsposition heraus sagen, wir wollen, dass dieser kulturelle Wandel, der passiert, den wollen wir gestalten. Und inzwischen ist ja die Öffentlichkeit, wenn hier am Freitagabend 70 Leute sitzen und sich das 2,5 Stunden anhören, zeigt das ja, dass es inzwischen einen gewissen Nachhall gibt für diesen Diskurs und diese Diskussion. Wir können es auch politisch gestalten, wir müssen uns nur auf den Weg machen, das zu tun. Und das geht eben nicht über Verzicht, sondern es geht darüber zu sagen, dass so ist die Welt im Augenblick und wir müssen bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Gesetze etablieren, um es zu regeln.
Die Industrialisierung war unterirdisch unter Gesichtspunkten von Arbeitnehmerbedingungen oder Gesichtspunkten von Umweltschutzbedingungen, als sie begann. Das haben wir auch hier und da mehr, dort weniger zivilisiert bekommen. Und ich würde sagen, dass dieser Anspruch im Hinblick auf eben diese Frage Suchneutralität, auf die Frage Datenschutz, auf die Frage Netzneutralität, dass wir mit einem ähnlichen Gestaltungsanspruch daran gehen müssen. Zum Schluss noch mal ein Wort zum Urheberrecht. Ich kann es mir doch nicht ganz verkneifen. Ja? Es ist einer der zentralen gesellschaftlichen Konflikte, die auf dem Tisch liegen. Ja? Und es betrifft mitnichten nur irgendwie so eine kleine Schicht von Kreativen, die in ihrer Mansarde sitzen und darauf warten, endlich den großen Bestseller zu schreiben und so ein paar Raubkopierern, die da irgendwie sitzen und böse Raubkopieren, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Jedes Jahr werden 800.000 Menschen in Deutschland abgemahnt von diesen, ich glaube, über 1 Milliarde, also von diesen unglaublichen Summen, die da zusammengesammelt werden, bekommen die Kreativen nichts. Ja, das ist alles ein untragbarer Zustand und wir müssen, weil die Digitalisierung eine solche Veränderung der Verfügbarkeit auch von Inhalten hat, müssen wir darauf Antworten finden. Und es muss natürlich beinhalten, dass kreative Menschen, die eine Leistung erbringen, dass die auch angemessen vergütet werden. Das ist, ja, und das will ich nochmal deutlich machen, das ist absolut meine Überzeugung. Der Status quo ist schlecht. Wenn man mit Kreativen spricht, sagen sie, so wie es heute läuft, ist es Mist. Bitte verändert es. Ja, und was ich im Grunde blöd finde in der Diskussion im Augenblick, ist diejenigen, die sich daran machen und sagen, okay, wir müssen es diskutieren, lasst uns überlegen, wie es macht, die werden sozusagen verdammt und da wird gesagt, ah, ihr rührt am Urheberrecht, ihr seid böse, böse. Und die, die Hände in den Schoß legen und sagen, naja gut, in 10 Jahren gehört die Welt sowieso Google, ich gebe das auf, das politisch zu gestalten, das sind irgendwie die Good Guys, das finde ich eine perverse Situation. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir in diesem Diskurs, den wir führen, auch eine kulturelle Veränderung miteinander sozusagen in dieser Diskussion bekommen und mit diesem Anspruch und dieser Haltung eben das gesellschaftlich ausgestalten zu können, in den nächsten Jahren grüne Netzpolitik machen. Vielen Dank, Jeanette. Ja, das sollte uns jetzt allen auch nochmal ein Ansporn sein, morgen über das Thema weiter zu diskutieren. Für heute danke ich erstmal Jeanette Hofmann und Konstantin von Notz sehr herzlich für ihre Beiträge, für allen, die auch sonst hier...